Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf Sie sehr herzlich begrüßen zu der Veranstaltung Erhalt von Biodiversität, eine Herausforderung für Wissenschaft und Politik. Mein Name ist Viktor Bruckmann und ich bin hier in der Akademie für verschiedene Rollen zuständig, unter anderem auch für die beiden veranstaltenden Einrichtungen der Akademie, die Kommission für interdisziplinäre ökologische Studien und der österreichische EASA-Rat. Ich darf beide Institutionen betreuen und habe die Ehre und die Freude, Sie heute durch diesen Abend zu führen. Ein Thema, das wir heute am Tisch haben, das mich auch persönlich sehr interessiert und das mir auch persönlich sehr wichtig ist. Bevor wir ins Programm einsteigen, möchte ich einige wenige Hinweise vorab mitteilen, auf den Weg geben. Das Erste, es freut mich, dass wir hier doch recht zahlreich sind. Aufgrund der Pandemie ist das in der letzten Zeit sehr, sehr schwierig, auch sich persönlich zu treffen. Ich darf mich bei Ihrem Interesse bedanken, auch dafür, dass Sie hier den Weg in die Akademie geschafft haben, aber natürlich auch zu unseren zahlreichen Teilnehmerinnen, die über das Internet dabei sind, über den Livestream. Das ist der weitaus größere Teil, nach den Anmeldungen zumindest zu sagen. Und ja, das ist wohl das Format, wie wir in Zukunft Veranstaltungen organisieren werden. Wir haben heute auch eine Live-Übersetzung in Deutsch und Englisch, und das bedeutet für uns hier zunächst, dass wir deutlich sprechen sollen. Das ist dann vor allem wichtig bei der Diskussion, wo Sie auch die Möglichkeit haben, sich zu beteiligen. Aber noch viel wichtiger ist, dass wir das Mikrofon benutzen, denn sonst funktioniert dieses Setting nicht. Jetzt wollen wir aber mit dem Programm beginnen und ich darf den ersten Sprecher des heutigen Abends sehr, sehr herzlich begrüßen. Das ist Albert van Jaarsveld und I will be switching to English for his introduction. Und jetzt werde ich ihn einführen und auf Englisch wechseln. Er ist der Generaldirektor des Internationalen Instituts für Angewandte Systemanalyse, EASA, das in diesem Jahr sein 50-jähriges Bestehen mit einer Reihe von Veranstaltungen und Aktivitäten, wie zum Beispiel der heutigen Diskussion über die Erhaltung der biologischen Vielfalt feiert. Er ist der 11. Generaldirektor der EASA seit dessen Gründung im Jahr 1972. Und bevor Albert zur EASA kam, war er Vizekanzler und Rektor der Universität von KwaZulu-Natal in Südafrika. Und er war auch Präsident und Chief Executive Officer der South African National Research Foundation. Er wird Ihnen die EASA vorstellen und die Hintergründe der heutigen Veranstaltung erläutern. Albert, the floor is yours. Albert, bitte. Sie haben das Wort. Thank you very much, Victor. Ja, vielen Dank, Victor. Ich weiß das sehr zu schätzen. Vielen Dank für diese freundliche Einführung. Ich möchte auch alle hier Anwesenden herzlich willkommen heißen. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, über wichtige Angelegenheiten wie die Biodiversität zu sprechen. Ja, man hat mir gerade gesagt, ich darf die Maske abnehmen. Das hilft natürlich sehr. Danke. Ja, wir freuen uns also, dass wir diese Gelegenheit haben, über biologische Vielfalt zu sprechen, gemeinsam mit der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, unsere Mitveranstalter heute Abend. Ich bedanke mich bei Viktor und bei Christian Köbel für die Organisation dieser Veranstaltung. Ich weiß das sehr zu schätzen. In diesen schwierigen Zeiten ist es auch angebracht und auch das Richtige, vielleicht auch eine Schweigeminute abzuhalten für alle Opfer der brutalen Invasion der Ukraine. Wir sehen das ja jeden Tag auf unseren Bildschirmen, was sich dort abspielt.
Vielleicht können wir gemeinsam kurz darüber reflektieren und an jene Menschen denken, deren Leben durch diese Invasion zerstört wurde. Also eine Schweigeminute bitte. Thank you very much. Much appreciated. Okay. Ja, vielen Dank. Ich weiß das sehr zu schätzen. Wie Sie von Viktor gehört haben, ist das eine Reihe von Veranstaltungen anlässlich des 50-jährigen Bestehens der EASA. Wir machen das gemeinsam mit unseren weltweiten Partnern. Wir haben 15 Veranstaltungen weltweit, um gemeinsam mit unseren Partnern das zu teilen, was sich bei der EASA so tut. Aber es gibt zwei Veranstaltungen, die ich hier insbesondere in Wien erwähnen möchte. Vielleicht können Sie das sich eintragen. Ein Abend der Wissenschaftsdiplomatie. Ich glaube, das ist ein sehr wichtiges Thema zum derzeitigen Augenblick. Was ist die Rolle der Wissenschaftsdiplomatie und wie sollte diese aussehen? Welche Rolle hat sie bei Konflikten und in Anbetracht der Disruption? Und zwar im Museumsquartier in Wien am 14. Juni. Und dann gibt es noch einen zweiten Anlass, gemeinsam mit der Österreichischen Akademie der Wissenschaften am 16. und 17. November im Festsaal, also gleich angrenzend hier. Und wir konzentrieren uns auf Systemanalyse, das ist ja unser Kerngeschäft bei der EASA, aber auch ein eintägiges Symposium, da geht es auch um Systemanalyse. Und ich lade Sie alle herzlich ein, wenn Sie an diesen zwei Veranstaltungen teilnehmen wollen, halten Sie Ihre Augen offen und wir freuen uns, Sie alle dort begrüßen zu dürfen, wenn das möglich ist. Wir freuen uns schon sehr darauf und da werden wir feiern. Aber heute geht es um Biodiversität und das ist auch ein sehr wichtiges Thema für uns. Wir bei der EASA haben den Eindruck, dass die Biodiversität eine neue existenzielle Bedrohung der Menschheit in der nahen Zukunft darstellt. Nach der Klimakrise, die uns ja unmittelbar betrifft, müssen wir auch verstehen, dass die biologische Vielfalt auch eine der wichtigsten Fragen, die wir in Angriff nehmen müssen, ist. Deswegen ist das für uns auch ein wichtiger Fokusbereich bei der EASA, auch ein wichtiger Teil der neuen EASA-Strategie für das kommende Jahrzehnt. Und ich freue mich auch auf die heutigen Diskussionen. Ich bedanke mich bei allen Teilnehmenden und ich freue mich auf die heutigen Diskussionen. Vielen Dank, Christian. Vielen Dank, Viktor. Ja, meine Damen und Herren, es ist mir nun eine Freude, Ihnen Christian Köberl vorstellen zu dürfen. Er ist nicht nur Vorsitzender des mitveranstaltenden österreichischen EASA-Rates, sondern auch Österreich und somit die nationale Wissenslandschaft vertritt er im Council des EASA als dessen Mitglied. Er ist wirkliches Mitglied auch der Österreichischen Akademie der Wissenschaften und gleichzeitig der Kommission für interdisziplinäre ökologische Studien, die ich bereits erwähnt habe. Damit hat er natürlich auch Ahnung von Biodiversität, dem Thema des heutigen Abends. Aber ansonsten beschäftigt er sich mit extraterrestrischen, aber nicht lebendigen Besuchern auf unserer Erde, nämlich Meteoriten und den Folgen dessen, nämlich den Kratern. Aber, und da ist jetzt wieder ein Link zur Biodiversität, diese hatten bekanntlich schon mindestens einmal auch einen markanten Einfluss auf die terrestrische Biodiversität. Christian. Ja, herzlichen Dank, Viktor, für die nette Einführung. Sehr geehrte Damen und Herren, ich stehe jetzt hier nicht als Wissenschaftler in diesem Sinn, sondern als Vorsitzender des österreichischen EASA-Rates. Das Thema, um das es hier heute Abend geht, sehen wir insgesamt zwischen EASA, dem EASA-Rat, der Kommission für interdisziplinäre ökologische Studien und anderen Kollegen und Kolleginnen der Akademie als ein besonders wichtiges an, denn
Es ist ein Thema, das in der doch manchmal sehr lauten Diskussion, die auch an Freitagen gerne abgehalten wird, ein bisschen untergeht, ist aber vielleicht von der Bedeutung, wie auch Albert schon erwähnt hat, vielleicht langfristiger gesehen nicht nur für das Leben auf der Erde, sondern auch für den Menschen in seiner Ausübung sozusagen des Menschseins auf der Erde, die vielleicht größte Gefahr, die uns droht. Dadurch, dass die Menschen sich immer weiter ausbreiten und ausdehnen auf der Erde, und obwohl das in manchen religiösen Schriften drinnen steht, dass man uns die Erde untertan machen soll, heißt das nicht, dass man einen Großteil des Lebens auf der Erde auslöschen sollte. Und es hat Victor gerade angesprochen, vor 66 Millionen Jahren gab es ein Massensterben auf der Erde, dem nicht nur die Dinosaurier als bekannteste Spezies zum Opfer gefallen sind, sondern ungefähr 70% aller anderen Tier- und Pflanzenarten, die es damals auf der Erde gibt. Der Grund war der Einschlag eines großen Asteroiden mit ungefähr 10 Kilometer im Durchmesser. Der Krater, ungefähr 200 Kilometer im Durchmesser, ist heute noch erhalten, sogar zugedeckt von jüngeren Gesteinen auf der Halbinsel Yucatan in Mexiko. Die Auswirkungen waren fatal, aber heute ist der Mensch der Asteroid und wir haben gerade noch die Möglichkeit, die Probleme des Verlusts der Biodiversität, die zum Beispiel in Mitteleuropa auf dem Gebiet der Insekten fatal bereits geworden ist, versuchen noch hintanzuhalten. Unser heutiger Abend wird einen anregenden Beitrag zur Diskussion der Problematik des Verlustes der Biodiversität bieten. Und es ist uns gelungen, zusammen mit IASA hier ganz, ganz ausgezeichnete Rednerinnen und Redner und Diskussionsteilnehmer zu finden. Ich wünsche Ihnen und uns allen einen sehr spannenden Abend. Dankeschön. Danke, Christian. Und damit freue ich mich, Ihnen bereits den Vortrag von Elise Wadrow ankündigen zu dürfen. Elise Wadrow ist assoziierte Professorin am Institut für Politikwissenschaft an der Universität Wien, wo sie unter anderem an internationaler Umweltpolitik, an Biodiversitätspolitik oder an Institutionen an den Schnittstellen zwischen Wissenschaft und Politik forscht. Ganz besonders am Herzen liegt ihr aber der internationale Meeresschutz. Und damit, meine sehr verehrten Damen und Herren, wissen Sie auch, woher das Hintergrundbild für das Programm kommt. Sie hat ihr Interesse zum Auftrag gemacht und leitet in diesem Bereich ein vom Europäischen Research Council finanziertes Projekt, in dessen Rahmen Methoden an der Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Politik entwickelt werden, um Weltmeere nachhaltig schützen zu können. Zur Akademie der Wissenschaften hat Alice auch einen direkten Bezug, denn sie ist Mitglied der Jungen Akademie. Das ist ein Gremium bestehend aus exzellenten Nachwuchswissenschaftlern. Alice, ich darf dich nun bitten, uns deinen Vortrag zu bringen. Ja, zunächst möchte ich mich sehr herzlich bei der Kommission für interdisziplinäre ökologische Studien an der ÖAW und dem österreichischen JASA-Rat für die Einladung bedanken und dir, Victor, auch sehr herzlich für die freundlichen Einführungsworte. Es ist mir eine sehr große Ehre, heute hier in diesem besonderen Rahmen sprechen zu dürfen, dem 50. Geburtstag der JASA International Institute, und ein paar Worte an Sie richten zu können und auch die anschließende Podiumsdiskussion mit einem Vortrag aus meinem Forschungsbereich der internationalen Umweltpolitik bereichern zu dürfen. Während der Vorbereitungen auf diesen Vortrag habe ich mich gefragt, warum es eine politikwissenschaftliche Betrachtung ist, die Sie interessiert, beziehungsweise welchen Beitrag ich mit meiner Forschung zur Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Politik in der internationalen Biodiversitätspolitik überhaupt leisten kann.
Und die Antwort, die ich gefunden habe, ist, dass die politische und öffentliche Diskussion über den Artenrückgang an einem Punkt angekommen ist, an dem wir nicht mehr darüber sprechen müssen, ob der Biodiversitätsverlust Realität ist, beziehungsweise ob wir diesen überhaupt wissenschaftlich abbilden können oder nicht. Vielmehr sollen wir thematisieren, ob die Institutionen und die politisch-rechtlichen Rahmenbedingungen, die wir geschaffen haben, um dem Biodiversitätsverlust überhaupt begegnen zu können, um dieses große Problem bewältigen zu können, ob die überhaupt entsprechend ausgestaltet sind, um Maßnahmen und Ziele zu formulieren, um den Artenrückgang zu stoppen. Sie werden im Laufe meines Vortrags merken, dass wir dennoch über wissenschaftliche Fakten sprechen müssen, über wissenschaftliche Begrifflichkeiten, über Methoden zur Messung des Artenrückgangs, weil diese eben nicht abgekoppelt sind von politischen Entwicklungen und auch im Lichte politischer Entscheidungsprozesse thematisiert werden müssen. Dass ein breiter wissenschaftlicher Konsens über den Artenrückgang existiert, zeigt der globale Bericht des Weltbiodiversitätsrats von IPBS. Im Jahr 2019 wurde dieser von über 100 Staaten verabschiedet und er zeigt den drastischen Verlust der Biodiversität sowie seiner Ursachen und Treiber, also der direkten und der indirekten Treiber, auf. Bis zu 1 Million Arten sind vom Aussterben bedroht, so dieser Bericht, viele davon bereits in den nächsten Jahrzehnten. Dass das Artensterben heute mindestens 10 bis 100 Mal höher ist als im Durchschnitt der letzten 10 Millionen Jahre, ist auch etwas, was dieser Bericht zeigt. Er zeigt auch, dass die Hälfte der lebenden Korallen seit 1870 verschwunden sind. Die weltweite Waldfläche nur 68% im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter beträgt. Der Bericht weist auch darauf hin, dass 75% der Landoberfläche und 66% der Meeresfläche bereits durch menschliche Aktivitäten beeinflusst ist. Ein letztes wissenschaftliches Faktum, das ich hier kurz vorstellen möchte: über 85% der Feuchtgebiete sind in den letzten 300 Jahren verloren gegangen. Auf Grundlage dieser und ähnlicher Erkenntnisse kamen die Autorinnen und Autoren dieses globalen Berichts zur Schlussfolgerung, dass wichtige internationale Zielsetzungen, wie zum Beispiel die Aichi Biodiversity Targets der Biodiversitätskonvention, die bis 2020 hätten erreicht werden sollen, nicht erreicht werden. Auch die Erreichung der Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen, die 2015 formuliert wurden, sind nicht leicht erreichbar aufgrund dieser Erkenntnisse. Ein Blick in die Verhandlungen, die Mitte März, also erst vor 2 Wochen, im Rahmen der Konvention über die biologische Vielfalt in Genf stattfanden, wo es unter anderem um die Aushandlung eines neuen Post-2020 Global Biodiversity Frameworks ging, reicht aus, um zu begreifen, dass der Erhalt der Biodiversität eine politische Herausforderung ist, die trotz einer wissenschaftlich untermauerten Notwendigkeit raschen und ambitionierten politischen Handels nicht ganz einfach durchsetzbar ist. Unter den 196 Staaten, die an diesen Verhandlungen beteiligt waren, herrschte trotz zweiwöchiger Beratungen keine Einigkeit darüber, wie die Etappenziele, mit denen konkrete Fortschritte zum Schutz der Biodiversität gemessen werden sollen, überhaupt ausgestaltet sein sollen. Ich möchte später in meinem Vortrag nochmals auf diese Verhandlungen in Genf eingehen und sie als eines von 3 Beispielen für meine Analyse heranziehen. Aber was ich an dieser Stelle festhalten möchte, ist, dass eine politikwissenschaftliche Betrachtung zentral ist, um zu verstehen, einerseits, welche die politischen Herausforderungen für den Erhalt der Biodiversität sind, aber andererseits auch, welche Rolle die Wissenschaft spielen muss und warum diese, so meine Hypothese, durchaus auch eine ambivalente und politische Rolle in diesem Prozess hat, weil sie vor allem auch zum Streitobjekt zwischen Staaten werden kann. Ich möchte dies anhand von 3 konkreten Beispielen erläutern und zeigen, wie und warum vor diesem Hintergrund und vor dem Hintergrund welcher politischen Interessen Wissenschaft eben zu diesem Streitgegenstand oder Streitobjekt werden kann und wie dies die internationale Biodiversitätspolitik geprägt hat in den letzten 30 Jahren.
Das erste Beispiel ist die Konvention über die biologische Vielfalt, das zweite der Weltbiodiversitätsrat und das dritte Beispiel werden aktuelle Verhandlungen sein, um ein neues rechtlich bindendes Instrument zum Schutz der marinen Biodiversität in der Hohen See. Und wie Viktor eingangs erwähnt hat, ist das mein aktuelles Forschungsthema, also muss ich und wollte ich unbedingt auch ein paar Worte dazu sagen. Die Konvention über die biologische Vielfalt ist eine Konvention der Vereinten Nationen, die im Zuge der Konferenz der Vereinten Nationen über Umwelt und Entwicklung, auch Erdgipfel oder Rio-Konferenz genannt, im Juni 1992 verhandelt wurde und am 29. Dezember 1993 in Kraft getreten ist. Die CWD gilt neben der Agenda 21 oder auch der Rio-Erklärung über Umwelt und Entwicklung und sehr wichtig, der Klimarahmenkonvention als zentrale Errungenschaft der internationalen Umweltpolitik. Die Etablierung der CBD leitet eine 30-jährige Geschichte regelmäßig stattfindender Vertragsstaatenkonferenzen an, also sogenannter COPs, Conferences of the Parties, die die Biodiversitätspolitik, aber auch, und das ist wie gesagt mein zentrales Argument in diesem Vortrag, die Biodiversitätsforschung maßgeblich weltweit mitprägt. Hierfür gibt es mehrere Argumente. Einerseits hat im Zuge der Aushandlung des Vertragstexts der Konvention über die biologische Vielfalt, der Ende der 1980er, Anfang der 1990er Jahre maßgeblich von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, unter anderem der IUCN, aber auch der UNESCO entworfen wurde, eine Begriffsklärung stattgefunden. Eine Begriffsklärung, die zur heutigen Definition von Biodiversität entlang von drei Ebenen beigetragen hat. Die Diversität der Arten, also die Vielfalt verschiedener Organismen in einem Ökosystem, die Diversität der Ökosysteme selbst, also die Vielfalt an verschiedenen Lebensräumen für verschiedene Organismen, aber auch die Diversität der Gene, also die genetische Vielfalt innerhalb einer Art und aller Arten eines Ökosystems. Konkret heißt es in Artikel 2 der CBD dazu, Biological diversity means the variability among living organisms from all sources, including inter alia terrestrial, marine and other aquatic ecosystems and the ecological complexes of which they are part. This includes diversity within species, between species and of ecosystems. Warum es zu einer neuen Begriffsbildung und Definition kam, also der Zusammenführung von Biological Diversity zu Biodiversity, wird oft mit dem Verweis auf das National Forum on Biodiversity 1986 in Washington DC und dem daraus resultierenden Tagungsband Biodiversity, editiert von Edward O. Wilson, erklärt. Im Vorwort schreibt er, dass die biologische Vielfalt zunehmend in den Blick internationaler Politik geraten müsse. Und hierzu auch eine Anstrengung seitens der Wissenschaft nötig wäre. Man müsse über innerwissenschaftliche Debatten, über Theorie oder Methodik der Beforschung der biologischen Vielfalt hinausgehen und politikrelevantes Wissen bereitstellen, damit der Verlust der Artenvielfalt auf internationaler Ebene adäquat adressiert werden könnte. Warum das Thema wichtiger wurde, dazu hat er folgende These, die Sie auch auf meinem Slide sehen. I believe that this increased attention, which was evident by 1980 and had steadily picked up momentum by the time of the National Forum on Biodiversity, can be ascribed to two or more or less independent developments. The first was the accumulation of enough data on deforestation, species extinction and tropical biology to bring global problems into sharper focus and warrant broader public exposure. The second development was the growing awareness of the close linkages between the conservation of biodiversity and economic development. 10 Jahre später, und das ist das zweite Werk, das Sie hier auf dieser Folie sehen, hat David Takacs die weitere Entwicklung der Biodiversitätsbewegung und Gemeinschaft in seinem Buch The Idea of Biodiversity folgendermaßen reflektiert. In the term biodiversity, subjective preferences are packaged with hard facts, eco-feelings are joined to economic commodities, deep ecology is sold as dollars and sends to more pragmatic or more myopic policymakers and members of the public. Dieser durchaus kritische Blick ist insofern interessant, als dass er Debatten, die wir heute in der Biodiversitätspolitik, aber auch in der Wissenschaft führen, recht gut antizipiert hat. Die Frage nach persönlichen Präferenzen, Fakten, Werten und der Rolle der Wissenschaft in der Kommunikation eines bestimmten Biodiversitätsverständnisses an die Politik und an die breite Öffentlichkeit.
Aber lassen Sie mich jetzt kurz wieder zur Konvention über die biologische Vielfalt zurückkehren. Welche sind die Ziele dieser Konvention? Einerseits die Konservierung der biologischen Vielfalt, die nachhaltige Nutzung ihrer Komponenten, aber auch die Zugangsregelung und der gerechte Ausgleich von Vorteilen, welche aus der Nutzung genetischer Ressourcen entstehen. Und das ist insofern wichtig, weil dieses Spannungsfeld zwischen Schutz und Nutzung oder Erhalt der Biodiversität und ihrer Nutzung und auch die Idee, dass diese global verteilt werden muss, um Gewinne nicht nur den Ländern des globalen Nordens zu überlassen, sondern Gewinne an genetischen Ressourcen auch an Länder des globalen Südens umzuverteilen. Diese Spannungsfelder sind noch immer jene, die die Biodiversitätskonvention maßgeblich mitprägen. Es sind Spannungsfelder entlang Konflikte zwischen dem globalen Norden, dem globalen Süden, der Nutzung und des Erhalts der Biodiversität. Es geht um Eigentumsrechte und um die Frage, wie überhaupt Ziele formuliert werden können, damit die Artenvielfalt geschützt werden kann. Seit ihrer Etablierung hat die Konvention über die biologische Vielfalt einige Zielsetzungen entwickelt, etwa die Aichi Biodiversity Targets, die 2010 im Rahmen der Konferenz in Nagoya beschlossen wurden und bis 2020 Fortschritte erzielen hätten sollen. Im Rahmen der nächsten Vertragsstaatenkonferenz in Kunming in China sollen die Post-20-Ziele und das Global Biodiversity Framework verabschiedet werden. Und dieser soll sozusagen auch einen Wandel einleiten in der Art und Weise, wie Biodiversität auf internationaler Ebene reguliert wird. Wie eingangs erwähnt, fanden hierzu diesen März in Genf Gespräche zwischen den Vertragsparteien der CBD statt. Und diese sind nicht sehr erfolgreich gewesen, das kann ich jetzt schon sagen. Und es bedarf daher einer weiteren Verhandlungsrunde vor der eigentlichen Vertragsstaatenkonferenz im August in China. Ein Blick in das Verhandlungsdokument und die Themen, auf die sich Staaten noch nicht einigen konnten, zeugt von der inhärenten Konflikthaftigkeit aktueller Biodiversitätsverhandlungen. Man konnte sich auf viele Etappenziele nicht eignen, man konnte sich nicht darauf eignen, welche Indikatoren überhaupt herangezogen werden müssen. Es gab Konflikte darüber, wie ein umfassendes Biodiversitätsmonitoring ausgestaltet werden kann und soll angesichts einer ungleichen Verteilung der technischen Infrastrukturen, vor allem in Ländern des globalen Südens. Ein wichtiger Punkt war auch, dass die Finanzierung ein Problem ist. Viele Staaten des globalen Nordens sind nicht bereit, Zahlungen durchzuführen, die nötig wären, damit der globale Süden sich an Schutzmaßnahmen entsprechend beteiligen kann. Letztlich ein Thema, das schon für einige Zeit für Kontroversen sorgt, ist die Frage, ob digitale Gensequenzen auch Teil des Verhandlungstexts sein sollen, ob der Zugang zu diesen offen gestaltet werden soll oder ob es eine Art Tracing geben muss, das nachvollziehbar macht, wo welche Gensequenzen wie genutzt wurden. Was interessant war an diesen Konferenzen und was vielleicht auch für unsere heutige Diskussion hier interessant ist, ist, dass es unterschiedliche Visionen oder Vorstellungen gibt, wie man dem Biodiversitätsverlust begegnen kann. Und Sie sehen hier auf der linken Seite, das ist sozusagen die, wie sie genannt wird, Theory of Change-Vorstellung, die im Rahmen der Biodiversitätsverhandlungen diskutiert wird. Eine Vision, die bis 2050, etabliert werden soll, um in Harmonie mit der Natur zu leben. Sie sehen dieses Framework, das derzeit eben verhandelt wird, auf der einen Seite und auf der anderen Seite sehen Sie ein Plakat, das im Rahmen dieser Verhandlungen vom Global Youth Biodiversity Network, ich würde sagen, als Protestaktion dort aufgehängt wurde, um zu zeigen, dass es vielleicht doch um andere Dinge geht, also um einen systemweiten transformativen Wandel, darum anzuerkennen, dass wir Menschen Teil der Natur sind. Es geht um Gerechtigkeit, um Menschenrechte, Inklusion und wie hier steht, stop the same, also eigentlich die Art, wie wir Biodiversitätspolitik auf internationaler Ebene behandeln, zu verändern. Inhärent sind diese unterschiedlichen Visionen, wie man Biodiversität angehen soll, also etwas, das durch aktuelle Institutionen behandelt werden kann, durch bestimmte Konzepte, die ich dann später auch noch diskutieren würde, oder als etwas, das einen systemweiten Wandel benötigt. Inhärent sind diese Debatten auch im Rahmen des Weltbiodiversitätsrats. Ja. Der Weltbiodiversitätsrat ist, wie gesagt, mein zweites Fallbeispiel und ich diskutiere ihn hier, weil es wichtig ist, um auch die
Unterschiede zwischen Klimawandel und Biodiversität auf der politischen Ebene zu verstehen. Während die Klimarahmenkonvention, die auch 1992 verabschiedet wurde, auf das IPCC zurückgreifen konnte, das bereits 1988 existierte und versuchte, einen gewissen wissenschaftlichen Konsens über den menschengemachten Klimawandel zu erzeugen, konnte die Biodiversitätskonvention nie auf ein solches Gremium zurückgreifen. Es gab schlicht kein ähnliches zwischenstaatliches Gremium, das regelmäßig Sachstandsberichte über die Biodiversität verfasst hätte. Und der Versuch, dies zu tun im Jahr 1995 durch das Global Biodiversity Assessment, wurde von der Politik nicht wirklich aufgenommen. Ein großes Regelwerk ist entstanden, das nicht wirklich Einklang fand. Aber lassen Sie mich ein paar Worte zum Weltbiodiversitätsrat sagen. Dieser wurde erst 2012 etabliert, also 20 Jahre, nachdem die Biodiversitätskonvention verabschiedet wurde. Und es hat 7 lange Jahre gedauert, bis sich Staaten überhaupt einigen konnten, ein solches Gremium aufzubauen. Der Weltbiodiversitätsrat sammelt weltweit wissenschaftliche Daten, analysiert diese und zeigt politische Handlungsmöglichkeiten zum Schutz der biologischen Vielfalt auf. Aber der Rat selbst führt keine Forschung durch, das ist sehr wichtig. Seine Kernaufgabe ist ähnlich dem IPCC, dem Weltklimarat, die Erstellung von Berichten über den aktuellen Zustand und den Wissensstand zur biologischen Vielfalt und der Leistungen, also die Ökosysteme für die Menschen erbringen, also das Konzept der Ökosystemleistungen oder Dienstleistungen als zentrale Säule dieses Weltbiodiversitätsrats und seiner Sachstandsberichte. Dafür nominieren die Mitgliedstaaten des Weltbiodiversitätsrats Expertinnen und Experten zur Erstellung dieser Berichte. Der Weltbiodiversitätsrat wird oft mit dem Weltklimarat verglichen, was ich ja auch eingangs getan habe. Und in der Tat gibt es einige Parallelen. Nicht nur wurde seit Beginn der 2000er Jahre und nach einem erfolglosen Global Biodiversity Assessment 1995, das ich schon erwähnte und das kaum Widerhall in der Politik gefunden hat, von Seiten der Politik, aber auch der Wissenschaft ein IPCC für Biodiversität gefordert. Auch die Arbeitsweise in die Erarbeitung der Sachstandsberichte und die Einbettung dieser in die internationale Umweltpolitik, zum Beispiel die Konvention über die biologische Vielfalt, ist sehr ähnlich dem IPCC. Dennoch gibt es zentrale Unterschiede, die auch in der Wissenschaft selbst begründet liegen und dazu geführt haben, dass IPBS in vielerlei Hinsicht die Kritik an IPCC, aber auch kritische Stimmen aus der Biodiversitätswissenschaft und Politik dazu genutzt haben, sich selbst anders aufzustellen. Ja? Die damals gängige Kritik an IPCC, die unter anderem von David Victor, ein anerkannter Politologe und ein Autor von Berichten des IPCC, in einem Nature-Kommentar aus dem Jahr 2015 vorgebracht wurde. Und Sie sehen, diese Karikatur will das ein bisschen verdeutlichen. Wenn IPCC so weitermache wie bisher, verliere er seine Relevanz und seine Wirkung in der internationalen Klimapolitik. Was Victor meint, bildet eben diese Karikatur ab, die Sie auf der rechten Seite sehen. Die Konsensorientierung des Gremiums, also von IPCC, und das Vermeiden von Kontroversen stünden in völligem Widerspruch, so Victor, zur wissenschaftlichen und zur politischen und gesellschaftlichen Realität, innerhalb derer der Klimawandel stattfindet und bearbeitet werden soll. IPCC habe seit seines Entstehens Ende der 80er Jahre einen Tunnelblick gefördert, so das Argument von Victor, der insbesondere durch den Mangel an Sozialwissenschaftlerinnen und Sozialwissenschaftlern verstärkt wurde. IPBS, interessanterweise, hat diese Debatte schon zu Beginn seiner Entstehung gehabt und nicht erst sozusagen 20 Jahre später und hat dadurch zwar einerseits einen Tunnelblick vermieden, aber andererseits auch zu einer sehr komplizierten Debatte geführt, nämlich welche Expertise überhaupt gebraucht wird, um Biodiversitätspolitik anleiten zu können, welche Disziplinen gebraucht, welche Wissensformen, welche Expertinnen und Experten. Und das hat tatsächlich in einen Konflikt gemündet, der intern oftmals auch als Gefahr gesehen wurde für die Legitimität von IPBS, also des Weltbiodiversitätsrats in der Politik. Thematisiert wurde dies unter anderem in einem Beitrag in Nature, der von einem Kampf um die Seele der Biodiversität spricht. Also Sie sehen hier die Karikatur, die sozusagen dieses zwischenstaatliche Gremium karikiert, indem sie gefährdete Arten an die Stelle der einzelnen Delegierten setzt und so das Abstimmungsprozedere karikiert. Interessant an diesem Beitrag ist, und das werde ich am besten vorlesen, dass ein
dieser Streit um die Seele der Biodiversität als ideologischer Streit interpretiert wird, aber auch als ein Streit, der daher rührt, dass sehr verschiedene Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aufeinandertreffen mit verschiedenen Vorstellungen darüber, was Biodiversität ist, wie sie wissenschaftlich abgebildet und politisch reguliert werden soll. Und hier heißt es, until now, scientists and conservationists from developed countries have largely led efforts to study and assess species decline. But the decision-making levers within IPBS are now in the hands of scientists who say that conservation efforts need more input from developing countries, from researchers in the humanities and other non-empirical disciplines, and also from non-academics such as farmers, citizen scientists and indigenous peoples. Dann geht es weiter, scientists from less prosperous southern countries have squared off against colleagues from the wealthier north and researchers from more empirical disciplines are arguing with those from humanities and the social sciences. Das war 2018, also vor 4 Jahren. Inzwischen hat der Biodiversitätsrat gezeigt, dass er in der Lage ist, globale Assessment Reports zu publizieren und er arbeitet noch daran, die unterschiedlichen Vorstellungen von Biodiversität, die hier vertreten sind, zu kombinieren. Wie? Das sehen Sie hier. Diese Grafiken, die Sie sehen, sind eine Reaktion gewesen des Weltbiodiversitätsrats auf eine Kritik am Konzept der Ökosystemleistungen oder Ökosystemdienstleistungen, die von Anfang an sehr zentral verbunden wurden mit dem Begriff der Biodiversität. Eben mit der Idee, Biodiversität relevanter zu machen. Mit der Idee, dass wenn man die ökonomischen Auswirkungen des Biodiversitätsverlusts quantifizierbar machen könnte, mit einem Preis belegen könnte, dass dann politische Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger ihre Aufmerksamkeit auf das Thema richten würde und vielleicht auch die Biodiversitätspolitik besser ausgestalten könnten. Ja? Aber dieser Konflikt hat im Weltbiodiversitätsrat dazu geführt, weil es ja ein zwischenstaatliches Gremium ist, dass irgendeine Reaktion passieren muss. Und die Reaktion war, verschiedene, diverse Werte anzuerkennen. Also nicht nur Ökosystemdienstleistungen, die ökonomischen Werte oder anthropozentrischen Werte, die mit der Biodiversität verbunden sind, also die instrumentellen oder relationalen Werte, aber auch die nicht anthropozentrischen Werte, also die intrinsischen Werte, die mit der Natur verbunden sind. Also die Natur für die Natur und die nicht die Natur als etwas für die Kultur oder für die Menschen. Eine Debatte, die sich beispielsweise auch wiederfindet in Staaten wie Bolivien, die sehr stark darauf gedrängt haben, dass diese nicht monetären Werte auch Berücksichtigung finden, weil sie in ihrer Verfassung die Rechte der Natur anerkennen. Ja. Aber dieser Wertepluralismus ist etwas, das derzeit auch im Weltbiodiversitätsrat stark diskutiert wird, der aber die Wissenschaft vor das Problem stellt, wie man das Ganze entsprechend umsetzen und wissenschaftlich auch beforschen kann. Ich möchte jetzt kurz eingehen auf das Beispiel der Marienbiodiversität. Und wichtig ist mir dies nicht nur, weil es mein derzeitiges Forschungsthema ist, sondern auch, weil der Schutz der Biodiversität im Rahmen der Konvention über die biologische Vielfalt eigentlich einen sehr großen Teil der Biodiversität ausklammert, nämlich jene Biodiversität außerhalb nationalstaatlicher Territorien, also in internationalen Gewässern der Hohen See, die immerhin 64% der Ozeane ausmachen. Und um ein Regelwerk zu etablieren, das auch diese Biodiversität in irgendeiner Form erhält und Regeln für dessen nachhaltige Nutzung etabliert, finden seit 2018 im Rahmen der Vereinten Nationen Verhandlungen statt, die eben ein rechtlich bindendes Instrument entwickeln sollen, etwa zur Etablierung von Meeresschutzgebieten in der Hohen See, zur Ausgestaltung von Umweltverträglichkeitsprüfungen, um die Effekte menschlicher Aktivitäten in der Hohen See besser messen zu können und auch deren Auswirkungen auf die marine Biodiversität, was, wenn Sie denken, an den Tiefseebergbau ein wichtiges Vorhaben ist. Problematisch an diesen Verhandlungen sind, dass sie auch einer Wissensbasis oder dass hier auch eine Wissensbasis fehlt. Daher hat die UNESCO die UN-Dekade für die Meeresforschung lanciert, die auch zeigt, dass tatsächlich eine große Lücke in der wissenschaftlichen Forschung klafft. Etwa 1 Million Arten sind noch nicht wissenschaftlich beschrieben worden, die sich in den Ozeanen in diesen Gebieten befinden. Und man geht davon aus, dass 99% der Habitate nicht ausreichend beforscht sind, um diese überhaupt nachhaltig verwalten zu können. Das heißt, das, was wir
bei der terrestrischen Biodiversität oder auch bei der Biodiversität in nationalen Gewässern durchaus auch als Problem haben, vor allem in Teilen des globalen Südens, ist in den internationalen Gewässern nochmals verschärft. Und darauf weisen auch bibliometrische Studien hin, die ich im Rahmen meines Forschungsprojekts mit meinem Team durchgeführt habe. Wir haben uns angesehen, die globale Verteilung von Forschungspublikationen über die marine Biodiversität, haben uns sowohl wir hatten ein Sample von 25.000 Publikationen. Wir haben uns sowohl angesehen die Anzahl der Publikationen als auch die Anzahl der Zitationen. Und Sie sehen hier in dunklem Lila all jene Staaten, die ein sehr hohes Ausmaß an Forschung zu mariner Biodiversität betreiben. Und auf der linken Seite, auf der rechten Seite sehen Sie, dass es aber Differenzen gibt bezüglich der Themen, die überhaupt beforscht werden. Ich möchte und kann hier auch nicht ins Detail gehen, weil das ja auch nur ein Input-Vortrag ist, aber was vielleicht interessant ist, ist, dass in allen Regionen die marine Biodiversitätsforschung vor allem eine ist, die sich mit genetischer Diversität beschäftigt, mit Populationen, mit Arten, mit Gensequenzen, aber auch immer mehr, das ist das dritte Thema, das Sie sehen, mit Umweltmanagement und Schutzmaßnahmen. Wenn man die unterschiedlichen Regionen vergleicht, sieht man, dass die Taxonomie, also die klassische Taxonomie, weil wir haben zwei Cluster, einmal die Taxonomie, die stärker mit genetischen Sequenzen arbeitet und einmal die klassische Taxonomie, dass diese sehr ungleich verteilt ist. Also während im globalen Norden, also in Europa, Nordamerika, Australien, die klassische Taxonomie eigentlich innerhalb der gesamten marinen Biodiversitätsforschung keine sehr große Rolle mehr spielt, ist diese in Lateinamerika aber umso wichtiger und macht dort einen sehr großen Teil der Forschung aus. Das heißt, auch diese Frage, wo wird zu welchen Themen geforscht, welche Disziplinen, welches Wissen braucht es, wie können wir jene Disziplinen erhalten, die wichtig sind, um marine Biodiversität zu messen, all diese Debatten sind aus meiner Sicht inhärent wichtig, wenn wir über die politischen Herausforderungen, aber auch über die wissenschaftlichen Herausforderungen sprechen. Im Kern geht es in allen diesen drei Fällen, die ich Ihnen präsentiert habe, also der Konvention über die biologische Vielfalt, dem Weltbiodiversitätsrat, aber auch jetzt das letzte Beispiel, dem Schutz der marinen Biodiversität in der Hohen See. Es geht immer um die Frage, was eigentlich die Bedeutung von Biodiversität für die Gesellschaft ist. Es geht um Konflikte über die Ausformulierung von Zielen, Etappen, Zielen, wie sie genannt werden, und Indikatoren. Es geht um Werte, es geht um Zielkonflikte, wie man welche Gebiete wie nutzt und die Marine oder die Biodiversität insgesamt nicht zu Schaden kommt. Es geht aber auch um Legitimationsmechanismen. Also wie legitimieren wir wissenschaftliche Politikberatung beispielsweise? Wie legitimieren wir, dass bestimmtes wissenschaftliches Wissen herangezogen wird, um politische Entscheidungen anzuleiten? Es geht aber auch um eine ungleiche Verteilung von Biodiversitätswissen und vor allem von Biodiversitätsdaten. Aber auch um unzureichende Beobachtungs- und Monitoring-Systeme. Und das ist nicht nur ein Problem des globalen Nordens, globalen Südens, würde ich sagen, sondern das ist auch etwas, mit dem in Europa viele zu kämpfen haben. Ein einheitliches Monitoring der marinen Biodiversität oder der Biodiversität allgemein gibt es nicht, ist aber wichtig, wenn wir den Biodiversitätsschutz vorantreiben möchten. Dann sehe ich auch eine Schwierigkeit, nämlich einerseits die Ambition, möglichst holistische oder systemische Ansätze zu entwickeln. Aber wie können diese operationalisiert werden? Ja, und hier denke ich durchaus auch an die Arbeiten der JASA in diesem Bereich und bin später auch sehr gespannt zu hören, welche Entwicklungen sich hier sozusagen ergeben. Letztlich, und das ist etwas, das ich auch in allen drei Fallbeispielen als sehr wichtig erachte, ist die Frage, wie der transformative Wandel, der gefordert wird, und das nicht nur von NGOs oder Jugendbewegungen, sondern auch vom Weltbiodiversitätsrat selbst, wie kann der transformative Wandel überhaupt wissenschaftlich abgebildet oder angeleitet werden, aber letztlich, wie kann er auch umgesetzt werden? Ja? Und denn abschließend möchte ich auf meine eingangs formulierte Hypothese zurückkommen. Es ist von immenser Bedeutung, die Institutionen und politisch-rechtlichen Rahmenbedingungen, die wir geschaffen haben, um die Biodiversitätskrise zu bewältigen, kritisch zu durchleuchten. Das ist der Punkt, den ich machen wollte. Aber ich glaube auch, dass die historische und konzeptionelle Entwicklung der Biodiversitätspolitik wichtig ist. Es ist wichtig zu verstehen, die Geschichte, wie sich das alles entwickelt hat, welche Spannungsfelder sich aufgetan haben, welche politischen Interessen, welche Streitobjekte eine ambitionierte Zielsetzung behindern. Und das habe ich versucht, mit diesen drei Beispielen auch zu zeigen.
Dennoch, und da bin ich überzeugt, müssen wir auch über wissenschaftliche Fakten sprechen, über Begrifflichkeiten, über Methoden diskutieren, die Forschungs- und Dateninfrastrukturen, die zur Verfügung stehen, damit Wissen in politische Entscheidungsprozesse überhaupt eingespeist werden kann. Und wir müssen auch darüber sprechen, wie die Schnittstellen zwischen Wissenschaft und Politik ausgestaltet werden können. Und zwar nicht, um eine Politisierung von Wissenschaft zu verhindern, weil ich glaube, dass diese auch wichtig ist, aber um evidenzbasierte Politik zu ermöglichen und eine politische und öffentliche Debatte darüber, was uns der Erhalt der Biodiversität letztlich wert ist. Und hiermit möchte ich mich herzlich bei Ihnen für die Aufmerksamkeit bedanken. Vielen Dank, liebe Alice. Ich glaube, man hat jetzt in deinem Vortrag ganz deutlich gesehen, wo die Herausforderung steckt und dass eine Herausforderung wirklich da ist. Und das ist ja auch nicht umsonst Teil des Titels der heutigen Veranstaltung. Es beginnt bei der Konzeption, beim Verständnis, was ist Biodiversität? Und das ist offensichtlich nicht nur eine Anzahl an Tieren oder Pflanzen in einem bestimmten Gebiet, sondern es kann ganz unterschiedlich verstanden werden. Die Ressourcenverteilung ist unterschiedlich. Der Zugang in der Wissenschaft und in der Verhandlung und in der Konsensfindung ist unterschiedlich. Und nicht zuletzt haben wir auch deutlich gesehen, dass es an den Grundlagen noch massiv fehlt. Und marine Biodiversität ist etwas, da befinden wir uns, wie du gut gezeigt hast, in niemands Land. Es ist die Zuständigkeit teils nicht geklärt, aber das ist natürlich auch so bei der terrestrischen Biodiversität, wo es auch noch, und da kenne ich mich besser aus, gewaltige Lücken gibt, die wir aber brauchen, die wir füllen müssen, um Entscheidungen treffen zu können, um Entscheidungsträgern die Informationen zu übermitteln und zu geben, die sie brauchen, diese Entscheidungen zu treffen. Wir sind jetzt bereits beim zweiten großen Punkt, beim zweiten großen Bereich dieses heutigen Abends, und zwar freue ich mich jetzt sehr, die Mitglieder des Podiums vorstellen zu dürfen. Es sind dies Steffen Fritz, David Leclerc, Christian Sturmbauer, Alice, du selbst und Sophie Zechmeister-Boltenstern. Ich darf euch alle auf das Podium nun bitten und werde euch der Reihe nach vorstellen. Zunächst möchte ich beginnen mit Steffen Fritz, der mir hier am nächsten sitzt und am nächsten Platz nehmen wird. Er ist Programmdirektor und Principal Research Scholar des Strategic Initiatives Program des EASA. Er hat seine Karriere gestartet in England, wo er zunächst seinen Master an der University of Durham und später den PhD an der University of Leeds verliehen bekam. Nach einem Forschungsaufenthalt am Joint Research Center in Ispra in Italien führten ihn seine Wege schließlich ans EASA in Luxemburg. Seine Forschungsinteressen sind unter anderem Erdbeobachtung, Citizen Science sowie die Implementierung der Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen. Und ich glaube, auf dieses Thema speziell, Alice hat es in ihrem Vortrag schon angeschnitten, werden wir noch zu sprechen kommen. Steffen hat mir mitgeteilt, dass er schon seit vielen, vielen Jahren sehr gerne an den Bodensee fährt, zu den Freunden, die dort ein Segelboot haben. Und was ihm dabei aufgefallen ist, ist, dass im Unterschied zum vor einigen Jahrzehnten jetzt weniger oder keine Insekten mehr an der Fensterscheibe des Autos kleben. Und was sich da zunächst nach einem Vorteil vielleicht anhört, weil du es nicht mehr putzen brauchst, ist aber ein ernster Hintergrund. Und Christian, du hast das erwähnt, der Rückgang der Insekten in Europa ist schon dramatisch. Und an solchen Beispielen kann man das ganz, ganz deutlich sehen. Neben ihm sitzt David Leclerc, and now I will be switching to English. He is a
David Leclerc ist ein leitender Wissenschaftler im Programm für biologische Vielfalt und natürliche Ressourcen des EASA. Er erwarb seinen Master und seinen Doktortitel an der Universität Paris-Saclay in Frankreich und arbeitete seit mehr als 10 Jahren in den Bereichen Flächennutzungsänderung, Klimawandel und Biodiversität, indem er Datensätze und Modelle auf globaler Ebene verbessert und anwendet. Er ist der Mastermind, der Vordenker der Initiative Bending the Curve, und Sie werden gleich mehr darüber hören, die mehr als 60 internationale Expertinnen und Experten aus 44 Institutionen zusammenbrachte, um wissenschaftliches Fachwissen für die Verhandlung von Biodiversitätsmaßnahmen auf globaler Ebene bereitzustellen. Und ob Sie es glauben oder nicht, er kam vor etwa 5 Jahren zum Thema Biodiversität, biologische Vielfalt, und er kann immer noch nicht den wissenschaftlichen Namen einer einzigen Art nennen. Dennoch ist die biologische Vielfalt für ihn eine entscheidende Komponente für die Zukunft von Mensch und Natur. Ich switche wieder um auf Deutsch und darf Ihnen Christian Sturmbauer vorstellen. Er ist Professor für Zoologie und Evolutionsbiologie an der Karl-Franzens-Universität in Graz, wo er sowohl das Department für Zoologie als auch jenes für Biologie leitete. Er studierte Zoologie an der Universität Innsbruck, wo er sein Doktorat erwarb und auch später habilitierte. Ohne zu übertreiben, ist Christian eine Schlüsselperson in der österreichischen Biodiversitätscommunity, und ich zähle hier nur ein paar Funktionen auf der zahlreichen. Er ist Mitglied im österreichischen Biodiversitätsrat, in der Nationalen Biodiversitätskommission und auch Mitglied des wissenschaftlichen Beirates von Austrian Barcode of Life. Sie haben das vielleicht unter dem Kürzel ABOL schon gehört, das eine Inventur der genetischen Diversität aller Pflanzen, Tiere und Pilze in Österreich zum Ziel hat. Er ist darüber hinaus auch stellvertretender Vorsitzender der Kommission für interdisziplinäre ökologische Studien, über die wir heute schon viel gehört haben. Und der Vollständigkeit halber möchte ich auch erwähnen und hervorheben, dass wir heute auch die Vorsitzende der Kommission für interdisziplinäre ökologische Studien, Verena Wienewarter, unter den Gästen hier haben. Herzlich willkommen. Und auch ihren Vorgänger sogar, Gerhard Glatzl, der auch hier in der ersten Reihe sitzt. Freut mich besonders, dass ihr heute auch bei uns seid. Christian Sturmbauer hat ganz klar gesagt: Findet der Mensch keine Antwort auf das Artensterben, so gibt sie die Evolution. Ich glaube, das ist ein sehr tiefgreifendes Statement, das man sich einmal auf der Zunge zergehen lassen muss. Elis Wadrow habe ich schon zuvor vorgestellt, bin Ihnen aber vielleicht noch ein interessantes, aber durchaus bemerkenswertes Detail schuldig geblieben. Sie hat im Laufe ihrer Forschung 165 bislang, ich nehme an, es werden noch viel mehr werden, qualitative Interviews mit Entscheidungsträgerinnen und Wissenschaftlerinnen aus dem Bereich Biodiversität geführt. Das sind bei Interviews, die im Schnitt eine Stunde lang dauern, insgesamt fast 10.000 Minuten oder anders gesagt 7 Tage, nämlich 24-Stunden-Tage, und transkribiert ergeben das 1980 Seiten Text. Also vielen Dank für dein Engagement und viel Kraft für die nächsten 10.000 und noch viel mehr Minuten. Und zuletzt darf ich Sophie Zechmeister Boltenstern vorstellen. Sie ist Professorin für Bodenkunde und Bodenmikrobiologie am Institut für Bodenforschung der Universität für Bodenkultur hier in Wien. Sie leitet dieses Institut auch, sie ist aber auch noch darüber hinaus stellvertretende Vorsitzende des Departments für Wald- und Bodenwissenschaften. Sie zählt zu den am häufigsten zitierten Experten weltweit, wo sie sich im Top 1 des Zitierungsrankings des Web of Science befindet, und das immerhin bereits seit 2019. Sophie Zechmeister ist zudem auch Mitglied der KIUS, der Kommission für interdisziplinäre ökologische Studien hier an der ÖRW. Wissenschaftlich beschäftigt sie sich vor allem mit Biodiversität und der Funktion der Bodenorganismen und hier speziell im Hinblick auf den Klimawandel.
Sie sagt, eine Handvoll Boden enthält mehr Mikroorganismen, als es Menschen auf dieser Erde gibt. Das muss man sich mal vorstellen. Und die Biodiversität im Boden ist wesentlich höher als die oberirdische Biodiversität. Nun, ich glaube, wir haben hier ein ganz interessantes Podium und ich möchte eingangs, bevor wir zur allgemeinen Diskussion kommen, vielleicht mit Fragen beginnen zum Start. Und ich möchte bei dir, Sophie, gleich starten. Wie dein Statement ja gut zeigt, trägt die unterirdische Artenvielfalt besonders zur insgesamten Biodiversität bei. Das ist aber auch gleichzeitig jener Teil der Biodiversität, der nicht so sichtbar ist, nicht so bekannt, der nicht so in den Sinn kommt, wenn man über die Biodiversität spricht, denn Bodenorganismen sind natürlich keine bunten Schmetterlinge oder Singvögel, deren Ausbleiben uns ja besonders schnell auffällt. Kann man also aus wissenschaftlicher Perspektive eigentlich abschätzen, wie wichtig Bodenbiodiversität für das System Erde und letztlich auch für uns ist? Ich meine, da gibt es ja auch Organismen, die dann die Funktion ersetzen, also Stichwort funktionale Biodiversität. Und was sind denn eigentlich die Hauptursachen für den Verlust an Biodiversität in den Böden? Und wird das von den Entscheidungsträgern deiner Meinung nach schon genügend berücksichtigt oder brauchen wir hier noch mehr? Ja, danke Viktor für die Einführung und Vorstellung und ich möchte vielleicht gleich anknüpfen an den Vortrag vorher. Also die Bodenbiodiversität ist mindestens genauso schlecht erforscht wie die der tiefen Ozeane und es gibt zahlreiche Taxa oder Arten hier im Boden, die noch nicht erforscht sind, aber man weiß, dass sie für unser aller Leben ganz wesentlich sind, weil die Bodenbiodiversität ganz entscheidend ist für die Pflanzenproduktion und sie bestimmt sogar die oberirdische Biodiversität. Das weiß man aus Studien. Je mehr unterschiedliche Bodenorganismen in einem Boden vorhanden sind, desto mehr verschiedene Pflanzen können sich hier ansiedeln. Die Bodenorganismen, eine diverse Bodenorganismengesellschaft, die hält die Nährstoffkreisläufe in Gang. Also es würde sich sonst in unseren Wäldern meterhoch Lauf auftürmen, wenn das nicht abgebaut würde durch Bodenorganismen. Und auch die Nährstoffkreisläufe würden zusammenbrechen. Diese Bodenorganismen sind eng miteinander vernetzt. Man weiß das inzwischen von den Pilzen oder es gibt riesige Pilze, also überhaupt die größten Organismen auf der Welt sind Bodenpilze, die einen ganzen Wald unterirdisch miteinander vernetzen können, unterschiedliche Baumarten miteinander vernetzen können und so auch darauf schauen, dass hier ein Gleichgewicht gehalten wird und auch Schädlinge in Schach halten. Aber das Wichtigste aus meiner Sicht und vielleicht am wenigsten bekannte ist die Klimawirkung der Bodenorganismen. Die sozusagen Böden sind riesige Kohlenstoffspeicher. Wie wird der Kohlenstoff gespeichert? Als Humus in den Böden. Und das ist wesentlich mehr, als oberirdisch gespeichert wird. Und auch ungleich viel mehr als das, was von uns Menschen in die Atmosphäre gesendet wird. Und wir forschen jetzt sehr intensiv daran, wie diese mikrobielle Kohlenstoffpumpe funktioniert. Und es bestehen jetzt global auch sehr starke Bestrebungen durch die 4-Promille-Initiative, den Humusgehalt der Böden zu erhöhen und dadurch zusätzliches CO2 aus der Luft zu holen und im Boden als Humus zu speichern. Und Sie müssen sich vorstellen, in einem Wiesenboden werden ungefähr 150 Tonnen Kohlenstoff pro Hektar, also ein Fußballfeld, gespeichert. In einem Ackerboden ist das schon wesentlich
weniger, ungefähr die Hälfte. Da hat der Mensch schon eingewirkt und da ist schon viel verloren gegangen. Und im Vergleich dazu, ein Österreicher emittiert im Jahr durchschnittlich 7 Tonnen CO2, muss man sagen. Und ein Flug nach Vancouver sind ungefähr 5 Tonnen CO2. Das heißt, wenn man jetzt hier an dieser Schraube dreht und die über diese mikrobielle Diversität, es schafft nur ein winzigstes Teil mehr CO2 im Boden anzureichern und zu binden im Humus, dann hat das schon eine große Wirkung auf die Atmosphäre und könnte die menschlichen Emissionen, die jährlichen menschlichen Emissionen, theoretisch einfangen, wenn man das global machen würde. Es geht natürlich in vollem Ausmaß nicht, aber selbst wenn es in einem geringeren Ausmaß geht, dann ist das ein Gewinn. Und man tut auch etwas für die Resilienz der Böden, die Stabilität gegen zum Beispiel Starkregenereignisse, gegen Dürre. Man tut was für die Stabilität der Landwirtschaft und für die Ernährungssicherheit. So, jetzt höre ich auch schon auf. Also vielen, vielen Dank. Also die Antwort ist ganz klar, eine sehr, sehr hohe Relevanz, und man sieht auch, wie da die Zusammenhänge auch mit der oberirdischen Biodiversität vorhanden sind. Das hast du, glaube ich, sehr gut gezeigt. Ich habe eine Frage für Alice. Du hast ja in deinem Vortrag ja ganz gut gezeigt, dass diese Aushandlungsprozesse und Mechanismen, ja, dass die eigentlich schon, dass es diese länger schon gibt und dass es auch Parallelen gibt zu den Prozessen, die zum Klimawandel funktionieren und dass man durchaus voneinander gelernt hat. Neben der Problematik der vielen, in vielen Fällen ungenügenden Datenbasis, die ja auch noch da ist, hätte mich allerdings interessiert, ob die Politik, also die Entscheidungsträgerinnen, sich des Problems des Artenverlusts eigentlich hinreichend bewusst sind. Denn du hast ja gesagt, es hat bei der letzten Verhandlung eigentlich unzureichende Ergebnisse nur gegeben. Es gibt eigentlich mehr Konflikt, wenn man wüsste, wie dringend das Problem ist. Und ich glaube, es passt sehr gut zu dem dazu, was du, liebe Sophie, gerade erwähnt hast, wie viel CO2 der Boden eigentlich aufnehmen kann, wenn denn die Biodiversität gesund ist, wenn das Biom in Ordnung ist. Dann müsste das ja eigentlich bei diesen Verhandlungen eine rote Warnleuchte zum Erleuchten bringen, weil man da ja eigentlich im Prinzip zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen könnte. Also an was liegt es jetzt eigentlich? Wie relevant sind denn diese politischen Regelwerke dann für unser Verhalten in Bezug auf Biodiversität? Und vielleicht noch als Zusatzfrage, gibt es denn auch andere wissenschaftlich informierte Kanäle abseits des Policymaking? Also ich denke da an Social Media und andere, wo diese Befunde auch transportiert können, die uns dann auch dazu bringen, unser Handeln entsprechend zu ändern. Wie siehst du das? Ja, das sind viele Fragen. Mein Eindruck ist, dass die Biodiversitätskrise viel stärker wahrgenommen wird als noch vor 15 Jahren, zum Beispiel, als ich mit meiner Forschung angefangen habe und immer erklären musste, warum ich mich überhaupt mit dem Thema beschäftige und nicht Klimawandel bearbeite. Das sei doch viel relevanter. Das passiert jetzt nicht mehr. Und mein Eindruck ist auch, dass es ein Bewusstsein gibt, durchaus bei politischen Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträgern, dass etwas getan werden muss. Wenn man jetzt auf der internationalen Ebene schaut, das sind einfach tatsächlich, würde ich sagen, Konflikte zwischen entwickelten Staaten oder Industrienationen und Entwicklungsländern über unterschiedliche Kapazitäten, tatsächlich sich beteiligen zu können an diesem Schutz. Aber es sind auch, da geht es um Geld. Ja, und wenn es um Geld geht, dann ist eine Einigung sehr schwierig. Und was wir auf dieser internationalen Ebene sehen, also das sind eben Dinge, die ich schon erwähnt habe. Also ich denke, das Bewusstsein ist sicher da, aber natürlich, die Regierungsvertreter versuchen, das für sich herauszuholen, was gerade ihre Priorität ist. Und das ist in vielen Ländern nicht die Biodiversität. Das ist vielleicht bei uns die Biodiversität inzwischen, aber in vielen Ländern ist es das nicht. Vielleicht, um von der internationalen Ebene wegzukommen, die nationale Ebene, da ist es wiederum etwas anders gelagert, weil hier aus meiner Sicht vor allem die jetzige Regierung zeigt, dass es ein wichtiges Thema ist,
aber wie wir auch in den Kernforderungen des Biodiversitätsrats immer wieder auch betonen, reicht es nicht aus, wenn man gleichzeitig Subventionen für die Landwirtschaft ausschüttet, die wiederum biodiversitätsgefährdend sind. Das heißt, ja, es gibt ein Bewusstsein, aber wenn Biodiversität nicht gemeinsam gedacht wird, mit der Landwirtschaft, mit der Landnutzung, der Bodennutzung holistisch gedacht wird, dann wird sie aus meiner Sicht immer den Kürzeren ziehen, weil andere Interessen immer wichtiger sind. Und zur dritten Frage, also ich denke, dass eben alternative Kanäle wie Social Media, was erwähnt wurde, aber auch viele Jugendbewegungen, also beispielsweise Extinction Rebellion, schon dazu beitragen, dass vor allem auch bei der jüngeren Generation ein Bewusstsein sich entwickelt. Ob das sozusagen nachhaltig ist, also ob das die zukünftigen Wählerinnen und Wähler sind, die dann auch die Parteien wählen, die sich tatsächlich für den Biodiversitätsschutz einsetzen, das werden wir sehen müssen. Aber das wäre zumindest meine Hoffnung. Das werden wir sehen müssen. Ja, danke dir. Du hast etwas erwähnt, was ich hervorheben möchte, und zwar dieser holistische, systematische Ansatz. Und ich glaube, das passt im Kontext des heutigen Abends sehr, sehr gut. Wir werden da sicher noch von Seiten IASA was hören, denn das ist eigentlich ihr Kerngeschäft. Christian, du repräsentierst ja unter anderem auch die KIÖS, deren Vorgängerinstitution bereits 1947 begonnen hat, den Katalogus Fauna Austria herauszugeben, also eine Fassung der gesamten nationalen Tierwelt. Und trotzdem ist diese Aufgabe immer noch nicht abgeschlossen und die Herausforderungen werden nicht kleiner, sondern im Gegenteil. Ich habe heute in den Nachrichten gesehen, dass gerade jetzt die 50.000. Spinnenart wissenschaftlich beschrieben worden ist. Vielleicht haben Sie es auch gesehen in den Nachrichten. Die erste davon, von diesen 50.000, übrigens 1757, also wir blicken da auf eine Geschichte von 265 Jahren zurück. Trotzdem ist es nach Schätzungen erst 50%, erst die Hälfte aller Spinnen, die es wahrscheinlich gibt, die erfasst worden sind. Was sind denn deiner Meinung nach die größten Herausforderungen aus wissenschaftlicher Sicht jetzt, die Grundlagen zum Biodiversitätsschutz zu schaffen? Es ist sehr schwierig, hier eine kurze Antwort zu geben. Ich werde versuchen, das in drei Dimensionen aufzulösen. Der eine Punkt ist, dass sich die Wissenschaft in den letzten Jahrzehnten so schnell weiterentwickelt hat, dass die Methoden der Dokumentation, der Beschreibung sich wesentlich verändert haben. Daraus ergibt sich, dass traditionelle Beschreibungen vorübergehend an Wertigkeit verloren haben, weil eben molekulare Methoden sich als sehr effizient, sehr zielsicher und auch relativ schnell etabliert haben. Auf der anderen Seite zeigt sich, dass letztlich das biologische Wissen, wie die Tiere und Pflanzen und Fungi aufgebaut sind, letztlich durch genau jene klassischen Methoden erhoben werden. Und das zeigt das Spannungsfeld einer modernen Dokumentation, diese Aspekte der Taxonomie zu berücksichtigen und miteinander zu vernetzen. So viel zum ersten Punkt. Der zweite Punkt ist, dass sich in etwas, also wenn wir eine Schätzung akzeptieren, 8 bis 9 Millionen Arten auf unserem Planeten befinden. Eine vielleicht falsch liegende Schätzung, aber in der Größenordnung würde ich glauben, wird sie in etwa passen. 2 Millionen Arten sind derzeit beschrieben und von diesen 2 Millionen Arten ist eine Million Arten bereits als gefährdet eingestuft. Das heißt also, wir Taxonomen, wir Systematiker, wir Biologinnen, wir hetzen der Biodiversität hinterher und versuchen sie noch zu entschlüsseln, solange es sie noch gibt, wenn wir diese Gefährdungssituationen betrachten. Dann gibt es natürlich noch eine zweite Ebene, dass Arten quantitativ und qualitativ natürlich eine Rolle spielen, aber wir wissen heute, dass es ja die Systeme sind,
die also wesentlich mehr als die Summe ihrer Einzelteile sind. Und deshalb ist dieser ökosystemare Ansatz auch für die Biodiversitätsforschung unglaublich wichtig geworden. Und wir unter Anführungszeichen Taxonominnen oder traditionell oder auch molekular arbeitende Biologinnen müssen uns diesem Problem vermehrt stellen und einen systemaren Ansatz angehen. Und wir reden heute mehr über, also nicht nur über Artensterben, sondern immer mehr auch über Tipping Points und was Ökosystemen noch zugemutet werden kann, bevor sie wirklich kippen. Danke, Christian. I will proceed in English in the question to. Ich werde jetzt auf Deutsch weitermachen. Ihre vielbeachtete Studie Bending the Curve zeigt deutlich, dass ein ganzheitlicher, systembasierter Ansatz erforderlich ist. Das ist das, was Christian gesagt hat, was Alice gesagt hat und was prinzipiell Sophie auch erwähnt hat. Ein solcher ganzheitlicher Ansatz ist absolut erforderlich. Was muss also getan werden, um die Kurve sozusagen tatsächlich zu biegen? Also anders ausgedrückt, um den Verlust der biologischen Vielfalt auszugleichen. Und was passiert, wenn wir nichts unternehmen? Können Sie den Rahmen dieser Herausforderungen ein wenig abstecken? Das heißt, wie viel und wie schnell verlieren wir die biologische Vielfalt? Und inwieweit ist dies umkehrbar und in welchen Zeithorizonten? Bitte um ein bisschen Information darüber. Ich weiß, das ist ein sehr, sehr großes Thema. Und zuerst muss ich mir. So. Ich rede nicht gut genug Deutsch, so muss ich Englisch reden. Ich bin jetzt nicht sehr gut dabei, meine hier die verschiedene Modelle zu benennen. Aber ich schaue mir Modelle und Szenarien sehr, sehr genau an, um die Zukunft zu beschreiben. Das war auch meine wichtigste Erfahrung mit der Artenvielfalt und auch was die Schnittstelle zur Politik betrifft. Und ich habe mich mit globaler Methodologie in Frankreich beschäftigt. Also zuerst einmal habe ich mich mit sehr vielen Experten zusammengetan auf dem ganzen Kontinent und habe mir Szenarien angeschaut, die vom Klima aus, dem Klimaausschuss entlehnt waren, um mir die Zukunft anzuschauen. Und das Hauptresultat dieser Szenarios war, dass wenn man sich jetzt die Konsequenzen in Bezug auf die Landnutzung ausschaut, für Ernährung zum Beispiel, für weitere menschliche Bedürfnisse, dann gibt es nur ein Szenario, das wirklich positiv ist, was jetzt die Trends der Nachhaltigkeit betrifft, das in der Lage ist, die Kurve wirklich zu biegen. Und wenn man den Klimawandel noch mit einbezieht, dann haben wir kein wirkliches positives Szenario. Und was hier noch ganz wichtig ist, es gibt nur mehr ein ganz, ganz kleines Zeitfenster, um das Ruder herumzureißen. Und das bezieht sich natürlich auch auf den Klimawandel. Das ist die erste Vorbedingung. Und das zweite Experiment bezog sich auf die Modellierung von künftigen Szenarien für den Klimawandel. Wir haben uns hier neue Szenarien angeschaut. Hier haben wir uns ambitioniertere Aktivitäten angeschaut. Und bei dieser Modellierung konnten wir Szenarien entdecken, wo wir bis 2050 erfolgreich das Ruder herumreißen konnten. Wir haben schon ein bisschen darüber gehört, wie wir noch mehr tun können. Und es ist wichtig, in Bezug auf Naturschutz noch ambitionierter vorzugehen. Wir müssen noch einen Schritt weitergehen und uns auch die indirekten Gründe und Ursachen für den Verlust an Biodiversität anschauen. Also wir müssen uns anschauen, wie wir unser Leben gestalten, was wir essen, was wir konsumieren. Also wir brauchen einen wirklich transformativen Wandel. Wir müssen noch mehr tun. Das ist genau das, was ich aus diesen globalen Modellierungsszenarien mitgenommen habe. Also das würde wirklich einen drastischen Wandel bedeuten.
Du bist ja Experte für Citizen Science, in Deutsch Bürgerwissenschaft. Also das Integrieren von nicht wissenschaftlicher Expertise durch die Einbindung interessierter Laien. Und das ist ein relativ neues, aber vielversprechendes Konzept. Erst vor einigen Tagen ist mir da eine Studie untergekommen und es passt zu der marinen Biodiversität, von der wir einiges heute gehört haben. Bei der wurde gezeigt, dass Fotos von privaten Tauchern in Kombination mit traditionellen wissenschaftlichen Zugängen, also mit Aufnahmen auf wissenschaftlicher Basis, ein wesentlich besseres und genaueres Bild der vorhandenen Diversität von Rifffischen beschreibt, als jetzt nur der Zugang, den man traditionell gemacht hat. Also hier kann Citizen Science, können diese Fotos von privaten Tauchern sehr viel an Mehrwert bringen. Ein anderes Beispiel ist, wir haben gerade vor kurzem erfahren, dass es eine globale Citizen Science-basierte Erfassung der Schmetterlinge gibt, die gerade gestartet wird. Das bringt uns natürlich zu der Frage, wie zuverlässig das ist, diese zusätzliche Information, wie können wir hier Qualitätsstandards wahren, wie können die gewahrt bleiben und welche Rolle kann letztlich Citizen Science beim Erhalt von Biodiversität tatsächlich spielen? Vielleicht kannst du uns darüber ein bisschen was erzählen. Ja, vielen Dank auch für die Einladung. Englisch, muss mich auch entschuldigen, Englisch wäre mir eigentlich lieber, aber ich werde versuchen, Deutsch zu reden, da ich ja ursprünglich Deutscher bin, aber sehr viel Englisch gesprochen habe und spreche. Ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige Frage, wie kann man auch die Jugend und wie kann man Bürger mehr in die Wissenschaft reinnehmen und wie kann man die Wissenschaft demokratisieren. Ja, das ist ein ganz großes Thema und das hat auch sehr enge Verknüpfungspunkte mit dem sozialen Wandel, den wir vorantreiben müssen, mit den Lifestyle Changes, wie es David gesagt hat. Ja, es ist alles miteinander verbunden und es ist ganz arg wichtig, dass die Wissenschaft sehr eng mit Bürgern kommuniziert und Bürger sehr stark auch in die Wissenschaft einbezieht. Und das geht über sehr viele verschiedene Art und Weisen, auch über das Sammeln von Daten. Das ist so die traditionelle Art und Weise, wie man Citizen Science versteht, aber in Zukunft kann das auch über andere Art und Weisen passieren, dass Bürger selber ihr Problem darstellen und die Hypothese selber zusammen mit den Bürgern entwickelt wird. Aber zurückzukommen auf mein ursprüngliches Beispiel, dass wenn man zum Bodensee fährt oder wenn man hier irgendwie in die Steiermark fährt oder sonst irgendwo hin und man hat keine Insekten mehr an der Windschutzscheibe, ja, das hat sich ziemlich stark in den letzten 30 Jahren verändert und es gibt eine ganz interessante Studie von der entomologischen, also Insektenverein in Krefeld und die haben eine 27-jährige Studie betrieben, wo sie die Naturschutzgebiete in Nordrhein-Westfalen genauer angeschaut haben, über diese 27 Jahre, 89 gestartet und haben festgestellt, dass die Insekten und die Biomasse der Insekten über diese 27 Jahre 75% zurückgegangen ist. Und dieser Verein besteht nicht nur aus professionellen Wissenschaftlern, die gelernt sind Zoologen, sondern zum großen Teil auch aus Bürgerwissenschaften. Und ich glaube, das ist sehr interessant, dass diese sehr wichtige Studie, die auch jetzt von der Politik aufgegriffen wird und in den Medien sehr weit verbreitet war vor ein paar Jahren, dass das eine Studie war, die mit Bürgern zusammen und mit Citizen Science durchgeführt wurde. Und man sieht hier auf diesem Diagramm, dass auch viele Apps mittlerweile existieren, wo Bürger sich am Sammeln von Daten, von Arten beteiligen können und auch wo die verortet werden dann und gleichzeitig dann dokumentiert. Und man sieht zum Beispiel hier die Daten, die in die Global Biodiversity Information Facility, GBIF, eingehen. Das sind mehr Daten, die von Bürgern kommen, als
die von professionellen Experten in diese Datenbank einfließen. Und die Daten kommen hauptsächlich von eBird und von iNaturalist. Und das ist auch die Studie, die du gerade präsentiert hast, ja, die Studie von Robert Christopher Roberts in Biodiversity and Conservation, wo diese Komplementarität zwischen Experten und Bürgerwissenschaften dargestellt wird, wo man Daten von iNaturalist benutzt hat. Und wie man sieht hier, also ist die Datenmenge sehr groß, also es geht bis zu 1,3 Milliarden, also auf Deutsch Milliarden Daten an Occurrence-Daten, also an Daten, wo Arten vorkommen. Ja? Und das ist, glaube ich, wirklich, das zeigt wirklich auf, dass es ein wahnsinnig großes Potenzial gibt, Bürger in das Daten von Sammeln einzubeziehen. Und interessanterweise werden diese Daten sogar schon herangezogen, um das Reporting zu den SDGs zu machen. Ja? Also zum Beispiel gibt es das Goal 15, Life on Land. Es gibt 169 von diesen Targets und 144 Indikatoren. Ein Indikator ist zum Beispiel 15.4.1, die Abdeckung durch Schutzgebiete wichtiger Standorte für die Biodiversität in den Bergen. Um dieses Reporting vorzunehmen, werden Daten von Bürgern aufgenommen. Das gleiche ist für 15.5.1, Red List Species und Arten, die vom Aussterben bedroht sind. Wiederum werden diese Daten von GBIF hergezogen, um das Reporting von IUCN in diesem Fall und BirdLife International vorzunehmen bezüglich diesem Indikator. Ja? Also ich will nur aufzeigen, wie wichtig es ist und wie wichtig in Zukunft auch, wie man das sieht aufgrund dieses Diagramms, Daten von Bürgern sind. Ich glaube, da höre ich auf, ich könnte noch weiterreden. Das glaube ich. Ich glaube, wir sind jetzt auch an einem Punkt angelangt, wo wir die Diskussion öffnen für das Publikum. Ich weiß, mir ist bewusst, wir sind schon ein bisschen hinter der Zeit. Wir haben aber auch später angefangen und ich glaube, Sie werden mir das verzeihen. Es ist die Möglichkeit jetzt für das Publikum hier vor Ort, Fragen per Mikrofon zu stellen. Zeigen Sie einfach auf und wir haben dann hier jemanden, der Ihnen das Mikrofon vorbeibringt. Für alle, die online dabei sind, gibt es unterhalb dieses Streamfensters ein Feld, wo Sie Ihre Frage eintragen können und die erscheint dann bei mir. Ich werde das dann an das Podium weitergeben. Ich bitte alle hier im Publikum und auch das Podium, die Antwort bzw. die Frage zuvor möglichst konzise zu formulieren, damit wir noch einiges hier unterbringen können. Ich sehe ganz hinten die erste Frage. Mein Name ist Volker Mauver, ich bin Universitätsprofessor in Schweden. Ich war auch koordinierender Leitautor im IPBES Global Assessment für ein Jahr und ich habe auch auf der Universität der Vereinten Nationen unterrichtet in Japan. Ich werde es aber auf Deutsch machen jetzt. Es ist schon erwähnt worden, das neue Framework, das jetzt entwickelt wird. Es ist auch der Ansatz Bending the Curve erwähnt worden. Und im neuen Framework steht was ganz Wichtiges, nämlich Nettogewinne für die Natur. Wir müssen in Zukunft der Natur mehr zurückgeben, als wir nehmen. Und das ist ein ziemlich neuer Ansatz unter der Sonne, weil bisher ging es immer nur um den Stopp, bisher ging es um Aufhalten, aber jetzt ist der Ansatz ein bisschen ambitionierter da drinnen. Und was wären aus der Sicht des Podiums Ansätze, das konkret umzusetzen? Die Europäische Union hat schon begonnen damit, in der Kreislaufwirtschaftsstrategie, in der Biodiversitätsstrategie. Aber was wären aus Ihrer Sicht konkrete Ansätze, um diese Nettogewinne hervorzubringen? Danke. Ja, danke. Nettogewinne. Wer fühlt sich angesprochen? Sophie? Ja, danke für diese Frage. Also aus meiner Sicht, aus Bodensicht und Sicht der Bodenorganismen und des
Humus ist das genau das Thema, was wir auch bearbeiten, indem wir versuchen, Humus, wo der Mensch ja sehr beteiligt war an der Degradation und am Verlust, wieder anzureichern durch Kreislaufwirtschaft, aber durch verschiedenste Maßnahmen, dass man vor allem durch Begrünungen, durch Mischkulturen in der Landwirtschaft, durch eine veränderte Landwirtschaft, die also den Organismen mehr Spielraum lässt, durch verminderte Bodenbearbeitung zum Beispiel. Und das führt dazu, dass dann wir jetzt mehr zurückgeben, als wir entnehmen. Also das ist theoretisch möglich, wird auch schon in der Werbung zum Beispiel vom Herrn Hipp propagiert. Danke. Ich möchte vielleicht jetzt eine Frage aus dem Netz, vielleicht zwei kombinieren und es direkt an dich, Christian, richten. Und zwar einerseits, was ist der Österreichische Biodiversitätsrat genau? Hat er, und das ist der Kern der Frage, beratende Funktion in der Regierung? Und zum Zweiten, was trägt der Bund und was die Länder zur Biodiversität in Österreich bei? Vielleicht kannst du das kurz skizzieren. Sie haben es vielleicht gehört, dass ich vor 3 Jahren eine Gruppe von Wissenschaftlerinnen, Umweltbewegten und beruflich mit dieser Problematik beschäftigten Personen zum Biodiversitätsrat zusammengeschlossen hat. Und es sind jetzt gerade nach den Wahlen des neuen Rates 21 neue Mitglieder, die im Prinzip komplementär unterschiedliche Expertisen bündeln, mit dem Angebot an die Politik, dass wir also beratend tätig werden wollen. Jetzt ist es so, dass die Entscheidungsfindungsstrukturen in Österreich andere sind wie in anderen Ländern, und bei uns ist es so, dass also die echte Einbindung eher problematisch ist, und es ist halt so, dass wir eigentlich großes Interesse haben, dass wir also enger einbezogen werden in solche Strukturen. Und das betrifft natürlich nicht nur den Biodiversitätsrat, auch andere Institutionen, ÖRW, möchte ich nur ganz kurz erwähnen. Die Rolle, die wir haben wollen, ist einerseits also das Angebot an die Politik, aber andererseits auch die Interaktion mit Österreich, dass wir also die Problematik bekannt machen. Und wir haben unterschiedliche Strategien. Das eine ist, wir haben also ein Barometer, dass wir also einmal im Jahr quasi Maßnahmen, die getroffen sind, aus Sicht von Experten bewerten und dann also sagen, okay, es geht in die richtige Richtung, es geht noch nicht in die richtige Richtung und so also Feedback geben. Konstruktiv ist es natürlich bis zu einem gewissen Grad noch nicht, und deshalb also würden wir uns sehr gerne in eine Richtung weiterentwickeln, dass wir also irgendwann einmal auch einbezogen werden in Entscheidungsfindungen. Danke. Albert hat hier vorne die nächste Frage. Thank you. Ja, vielen Dank. Etwas, das mich schon seit längerer Zeit Sorgen bereitet. Und ja, danke, dass Sie diese Frage gestellt haben. Aber das macht mir immer Sorgen bei der biologischen Vielfalt. 2 Millionen von 8 Millionen Arten wurden beschrieben, und ich glaube, die Bodenmikroben werden hier ohnehin nicht berücksichtigt. Aber meine Sorge ist, dass, wenn wir dann alle Arten beschrieben haben werden, dann wissen wir genau, was wir tun hätten sollen. Aber dann sind alle schon verloren. Aber was wir tun können, ist, wir haben ein sehr gutes Verständnis, wie die Arten in den unterschiedlichen Ökosystemen und Umweltbedingungen sich entwickeln. Wir können aber modellieren, wie diese Arten sich verhalten, auf Grundlage von Annahmen, und wir können globale Modelle der Biodiversität entwickeln, und wir können das zwischenzeitlich verwenden, während wir die Quantifizierung vornehmen und entweder
die Annahmen bestätigen oder abändern, je nachdem, wie sich die weitere Untersuchung entwickeln. Gibt es diesbezüglich Arbeiten? Das heißt, etwas, was unsere politischen Entscheidungen etwas beschleunigen könnte, damit wir dann hoffentlich auch eine stärkere Auswirkung sehen werden im Hinblick auf das, was wir tun. Ja, eine sehr wichtige Frage, die Sie hier stellen, denn hier geht es ja um eine der größten Herausforderungen in diesem Bereich. Die Krise der Biodiversität, die sechste Massenauslöschung von Arten. Ja, wir erfüllen diese drei Kriterien. Es gibt sehr viel CO2 in der Atmosphäre und wir haben auch eine sehr hohe ökologische Belastung in allen Ökosystemen, die wir beobachten. Es ist also eine Frage der Effizienz, dass wir hier ein Monitoring brauchen und auch Feedbackschleifen haben, damit wir auch den Entscheidungsfindungsprozess beeinflussen können. Für traditionelle Biologen ist genau das die Herausforderung. Das wollte ich auch bei meinem Statement so ausdrücken. Auf der einen Seite brauchen wir natürlich das Wissen über individuelle Arten und wie sie in Ökosystemen miteinander in Verbindung treten und interagieren, damit wir das modellieren können. Aber wir würden das sicher nicht schnell genug machen können, denn es ist natürlich schwierig, das Verständnis über diese Prozesse so stark auszuweiten, dass wir dann auch adäquat Fragen in Angriff nehmen können, die auf politische Entscheidungen einwirken können. Ich glaube, das ist eben die Herausforderung und wir müssen natürlich den Monitoring-Aspekt verstärken. Zwei weitere Kommentare zuerst von Lies und dann von David. Ja, ich finde, es war ja genau das Argument, das Wilson eigentlich im Rahmen dieser Konferenz gemacht hat. Also, sorry, I think that this was exactly the. Ja, genau das war das Argument, das Edward O. Wilson vorgebracht hat. Wir dürfen nicht darüber nachdenken, wie viel wir schon wissen, wie viel wir bewerten können, sondern wir müssen einen Schritt weitergehen. Aber das wirkt sich auch auf die Art und Weise aus, wie wir Wissenschaft betreiben. Es gibt künstliche Intelligenz, Umwelt-DNA, Integration von räumlichen Daten. Und ich glaube, das hat die Forschung im Bereich der Biodiversität transformiert. Ein weiterer Punkt, den ich hier ansprechen möchte, ist, dass ich glaube, dass wir gar nicht das beweisen müssen, dass es eine Biodiversitätskrise gibt. Das ist vielleicht etwas anderes als beim Klimawandel. Beim Klimawandel ist ja jahrelang gedauert, um nachzuweisen, dass es den Klimawandel tatsächlich gibt. Bei der biologischen Vielfalt ist das etwas anderes. Aber die Frage ist eben, wir brauchen das lokale Wissen, um in der Lage zu sein, die Ökosysteme richtig zu bewirtschaften und zu verwalten. Und ich glaube, dieser lokale Aspekt der biologischen Vielfalt unterscheidet sich diesbezüglich auch vom Klimawandel. Ja, ich stimme mit Ihnen überein. Wir brauchen innovative Modellgestaltung, damit wir die Datenlücken füllen können. Das haben Sie bereits angesprochen. Aber wie bereits von Alice gesagt wurde, ist das nicht der wichtigste Hebel, der uns erlaubt, etwas zu bewirken bei der Biodiversität. Wir bewegen uns sehr schnell auf eine Mauer zu und ja, es ist nebelig und wir versuchen hier Informationen aus diesem Nebel herauszufiltern, aber wir wissen schon, dass wir irgendwann mal bremsen müssen. Und ja, daran müssen wir arbeiten, am Bremsen. Und da können wir wahrscheinlich sehr viel mehr bewirken. Steffen, ein Beispiel aus der Praxis, nämlich die City Nature Challenge. Das ist ein internationales Citizen Science Projekt. Der Punkt ist aber der, das findet am Land nicht besonders viel Beachtung und wird da auch kaum irgendwie beworben. Die Landbevölkerung, der Meinung des Fragestellers, scheint sich mit der Biodiversität, mit dem Biodiversitätsverlust selbst nicht wirklich identifiziert zu fühlen, denn es ist ja noch alles grün, es lebt alles. Wie lässt sich aber diese Täuschung beheben? Also sprich mit anderen Worten, wie kann man die Landbevölkerung vom Biodiversitätsverlust überzeugen? Ich glaube nicht, dass es überhaupt ignoriert wird,
Aber möglicherweise gibt es da hier eine unterschiedliche Wahrnehmung, wenn man es jetzt in der Stadt mit dem Land vergleicht. Ja, das ist sicherlich eine herausfordernde Frage. Ich denke, was schon auch wichtig ist, dass man einfach die globale Perspektive auch kommuniziert. Ja? Also es ist sehr viel Kommunikationsarbeit nötig. Und wenn man sich jetzt die globale Biodiversität anschaut, dann kommen zwei Drittel der Biodiversität ist in den Tropen. Ja? Und die Abholzung vom Regenwald ist nicht gestoppt. In Brasilien ist der höchste Stand seit 15 Jahren an Abholzung. Und ich glaube, es erschüttert auch die Landbevölkerung, wenn sie versteht, was für drastische Auswirkungen es hat, was sie selber, und da komme ich zurück auf das, was David gesagt hat, dass der eigene Konsum, ja, die eigene Lebensweise einen starken Impact hat und dass wir global sehr stark vernetzt sind. Und ich glaube, das ist etwas, was man der Landbevölkerung genauso kommunizieren kann, wie auch der Stadtbevölkerung. Aber sicher, ich glaube, vieles hat auch damit zu tun, dass es ganz arg wichtig ist, dass von Grund auf in der Schule, also Schüler damit konfrontiert werden, wie wichtig zum Beispiel die Bodendiversität ist. Dass wenn sie auf dem Land sind und das spüren und merken, dass dieser Humusverlust stattgefunden hat, ja, und dadurch auch die Schüler trainiert werden, um das zu erkennen, dass es nicht nur um die Farbe Grün geht, sondern dass es auf die Anzahl der Humusschicht und wie hoch die Humusschicht ist, ankommt und sie selber in der Lage sind, diese Humusschicht zu messen. Also dass sie selber diese entsprechenden Werkzeuge in der Hand haben, um selber dann auch die entsprechenden Daten zum Beispiel sammeln zu können. Ja, Dankeschön. Ja, also ich glaube, bei der Bildung sind wir uns wahrscheinlich alle einer Meinung. Ich habe hier eine Frage in der dritten Reihe und dann in der zweiten Reihe ganz rechts im Publikum. Danke. Ich würde gerne zwei Fragen stellen. Es wundert mich immer wieder, sowohl bei der Klimadiskussion als auch bei der Biodiversitätsdiskussion, dass das Hauptproblem, aus meiner Sicht wenigstens das Hauptproblem, nicht einmal stichwortartig erwähnt wird, nämlich die Überbevölkerung der Erde. Bisweilen wird zwar gesagt, mit einer gewissen Lockerheit, wir haben also in 2050 haben wir 10 Milliarden, als wäre das alles ein Klacks. Ich meine, es gibt also schon, Ehrlich hat 1950, vor 70 Jahren schon ein Buch geschrieben, die Bevölkerung Explosion. Damals hatte die Erde 3 Milliarden, jetzt sind wir bei 8 Milliarden. 10 Milliarden wird so locker hingenommen, dann wird noch spekuliert, das geht vielleicht mal zurück. Aber dass das die eigentliche Ursache ist von dieser ganzen Problematik, wird auch nicht mit einem einzigen Wort erwähnt. So, das ist mein erster Punkt. Und mein zweiter Punkt ist, gibt es eigentlich auch ein internationales Gremium, es gibt natürlich nationale, zur Rohstoffdiversität. Sie wissen, dass seinerzeit der Club of Rome, das liegt auch schon Jahrzehnte zurück, mit der Rohstoffproblematik begonnen hat. Bevor die Klimadiskussion kam, bevor die Biodiversität kam, wurde die Rohstoffproblematik diskutiert, ob es künftig also ausreichend Rohstoffe gibt. Wir diskutieren im Augenblick viel über Lithium zum Beispiel. Das ist nur ein Fall. Meine Frage ist also, gibt es also etwas zur Rohstoffdiversität? Wer möchte dazu Stellung nehmen? Steffen? Ja, vielleicht zur ersten Frage, die Überbevölkerung und die Zunahme der Bevölkerung. Ich glaube, das ist ein wahnsinnig wichtiges Thema und das wird nicht immer ausgeblendet. Also in den Modellen, die David zum Beispiel laufen lässt, wird das schon berücksichtigt. Aber ich glaube, es ist nicht nur die Anzahl der Menschen. Es ist, was ganz arg wichtig ist, ist auch, was die Menschen konsumieren, wie viel konsumieren und was sie essen. Ja, das macht einen wahnsinnigen Unterschied, ob ich zum Beispiel beides, die Auswirkungen auf die Biodiversität und die Auswirkungen auch auf die Emissionen. Wenn ich zum Beispiel Rindfleisch esse,
habe ich einen gewissen Proteingehalt. Wenn ich den gleichen Proteingehalt über Erdnüsse esse, dann emittiere ich 100-mal weniger, zum Beispiel. Und gleichzeitig ist die Auswirkung auf die Biodiversität auch drastisch geringer. Das heißt, der Landdruck, der kann reduziert werden, wie auch zum Beispiel kann man in Afrika, also ist der durchschnittliche Ertrag 0,5 Tons pro Hektar und in Europa sind es 8 Tons pro Hektar von Weizen zum Beispiel. Ja? Und das, man kann in Afrika die, zum Beispiel dadurch, dass man mehr Input gibt, auch die Erträge erhöhen. Das ist auch Teil von dieser Gesamt, den Gesamtansatz, den man voranbringen muss. Danke. Sophie hätte dazu noch was? Ich möchte mich dem nur anschließen und ein Beispiel aus Österreich. Österreich ist Europameister im Bodenverbrauch und in der Bodenversiegelung. Und während die Bevölkerung in den letzten 20 Jahren um 30% zugenommen, 10% zugenommen hat, hat der Bodenverbrauch um 30% zugenommen. Also es hängt sehr stark mit dem Lebensstil zusammen. Und was auch sehr anschaulich ist, und das ist jetzt global gesehen, wenn man sich die Masse, also das betrifft jetzt Rohstoffe, aber auch was daraus wird, es gibt global gesehen mehr Gebäude und Infrastruktur mittlerweile als lebendige Biomasse. Und es gibt global mehr Plastik als Tiere auf der Welt. Und in Österreich ist die Situation noch etwas schlimmer und ich glaube, das zeigt schon viel. Ich wollte aber ganz kurz das hinzufügen, also ich denke, Sie haben sicher recht, dass also die Bevölkerungsentwicklung sicher eines der Punkte ist, die wirklich mit den Problemen, die wir haben, sehr stark korreliert. Die Industrialisierung, die also im 17., 18. Jahrhundert eingesetzt hat, mit all dem gestiegenen Ressourcenverbrauch, ist ein zweites Korrelat, das dann natürlich auch Klimawandel und so weiter mit impliziert. Also ich glaube, dass man beide Punkte berücksichtigen muss. Alice? Das habe ich nicht erwähnt, aber der Weltbiodiversitätsrat adressiert das tatsächlich auch. Also er spricht von direkten und indirekten Treibern. Also direkte Treiber wären beispielsweise die Landwirtschaft und indirekte Treiber eben auch die Demografie oder die technische Entwicklung. Und das ist aus meiner Sicht auch ein wirklicher Fortschritt, dass man diese Themen auch mit einkalkuliert. Die vorletzte Frage. Yeah, thank you all very much. Ja, vielen Dank für diese Einblicke. Was bisher nicht erwähnt wurde und deswegen bin ich etwas weniger begeistert, wenn es darum geht, an Bildung zu glauben und wenn die Leute das nur wüssten und so weiter. Also ich glaube, die Beweise dafür, dass das wirklich hilft, ja, das ist sehr umstritten. Ich glaube, wenn man mehr weiß über diese Dinge, würde man sich nicht unbedingt besser verhalten. Was die globalen Ziele oder die nachhaltigen Entwicklungsziele der UNO besagen, ist, dass es geht darum, dass wir einfach verantwortungsbewusst konsumieren und verbrauchen. Und ich glaube, zunächst einmal sollten wir uns auf die verantwortungsbewusste Produktion und den Verbrauch konzentrieren. Aber ich glaube, die globale Ungleichheit ist auch ein Thema. Und ich glaube, das sollte vielleicht nicht eine hohe Priorität darstellen. Und vielleicht könnte man das auch in Ihre Modelle mit einbeziehen. Sie sagen ja, wir müssen sehr ehrgeizige Modelle haben, aber tun Sie etwas im Hinblick auf die Ungleichheit und können Sie zeigen, dass die Reduktion der Ungleichheit der Biodiversität helfen könnte? Ja, das ist definitiv ein Problem. Das müssen wir noch weiter erforschen, aber so wie wir jetzt an die Sache herangehen, ist so, dass es ja Ungleichheit gibt in unterschiedlichen Regionen der Welt und wir müssen auch darüber nachdenken, dass es hier vielleicht so wirtschaftliche Trends gibt, der wirtschaftliche Status
Und was dahinter liegt, sind Fragen, wie fair wir die Dinge verteilen, damit wir unsere Klima- und Biodiversitätsziele erreichen. Auf Ebene der EU treiben wir das voran. Und ich glaube, es gibt ja auch gewisse Daten und wir füllen diese Lücken schön langsam. Und es gibt natürlich eine Ungleichheit zwischen verschiedenen Nationen und da gibt es noch sehr viel zu tun. Und das hat natürlich auch mit anderen Aspekten zu tun. Also ich stimme mit Ihnen voll überein. Folgende Problem jetzt. Es kommen hier laufend noch weitere Fragen rein und ich bin auch sicher, Sie haben auch hier im Publikum noch Fragen, aber die Zeit ist längst vorbei. Wir werden das also jetzt folgendermaßen handhaben. Diejenigen von Ihnen, die hier vor Ort dabei sind, lade ich sehr herzlich ein, die Diskussion beim Empfang weiterzuführen. Unser Podium wird noch hier bleiben. Und diejenigen, die die Fragen per Chat gestellt haben, die jetzt noch nicht geantwortet haben oder die noch nicht beantwortet wurden, die haben wir ja und die werde ich an das Podium weiterleiten. Und diese Fragen werden dann in beantworteter Form, ich hoffe, ich darf euch auf eure Unterstützung hoffen, dann auf der Webseite veröffentlicht. Ich darf auch noch sagen, es gibt noch eine Abschlussfrage, keine Angst. Ich darf auch noch sagen, dass es eine Aufzeichnung dieser Veranstaltung gibt, die dann in spätestens 2 Wochen auf der Homepage ebenfalls zur Verfügung sein wird, und zwar auch in Deutsch und Englisch. Die abschließende Frage, das ist eine Frage, die übers Netz hereingekommen ist vom Michael Lohmeier der Presse. Das sind eigentlich 2 Fragen. Ich möchte eine herausheben, weil sie die ganz besonders eignet und ich darf alle am Podium um eine kurze Antwort jeweils aus ihrer Perspektive bitten. Und zwar ist das die, was sind Ihres Erachtens die Hauptfaktoren, die die Artenvielfalt schwinden lässt? Und da vielleicht Sie alle aus dieser eigenen Perspektive um eine kurze Antwort bitten. Sophie, du kannst beginnen. Na, also aus der Sicht des Bodens ist es, kann ich sagen, dass Schutz der Bodendiversität und der Artenvielfalt, und das betrifft auch jetzt die Pflanzendiversität, auch die Insektendiversität, weil viele Insekten haben ja ihr Larvenstadium oder ein Puppenstadium im Boden, ist der Schutz in erster Linie ein Habitatschutz. Und das heißt, es gibt verschiedene Ebenen, wie man Bodendiversität schützen kann. Und zwar das erste wäre mal den Bodenverbrauch einzuschränken. Also das ist eine starke Gefährdung. Und dass man beim Bodenverbrauch aber auch schaut, was ist das für ein Boden? Und nicht alle Fläche ist Fläche, weil es gibt Flächen, gerade die Flächen, die am stärksten unter Druck sind, sind oft die fruchtbarsten und diversesten Flächen in Bezug auf die Artenvielfalt. Die zweite Ebene wäre die Ebene der Landnutzung. Also das würde heißen, aus meiner Sicht, also wenn man so zum Beispiel Wald und Grasland umwandelt in Ackerflächen, was wir die letzten 10.000 Jahre gemacht haben, dann verliert man auch Biodiversität, vor allem pilzliche Diversität. Und da muss man sozusagen Wälder schützen, man müsste Grünland, Grasländer schützen, Moore schützen. Und die dritte Ebene wäre dann die Bewirtschaftung. Also zum Beispiel in der Landwirtschaft, im Grünland, aber genauso da gibt es zahlreiche Ansätze, wie man da die Biodiversität fördern kann, wie Schnitthäufigkeit, Düngeeintrag und im Vergleich zu einer industriellen Landwirtschaft eine bodenschonende Landwirtschaft. Und dann gibt es viele Ansätze und die kommen auch von den Bauern. Es gibt einen Verein Bodenleben in Österreich mit mehr als 300 Mitgliedern, die von sich aus hier aktiv werden. Auch schon Lösungswege vorgeschlagen. Alice. Also ich denke, es ist eine niedrige politische Priorisierung, gepaart mit Zielkonflikten, die Biodiversität immer verliert.
Also ich erlaube mir, eine etwas emotionalere Antwort heute zu geben. Ich habe also 8 Stunden heute in der österreichischen Biodiversitätskommission verbracht, wo ja gerade die Biodiversitätsstrategie 2030 von Österreich ausverhandelt wird. Und es ist dann während der Sitzung dazu gekommen, dass die Landwirtschaftskammer ein Pressestatement gepostet hat, dass also die Biodiversitätsstrategie die Ernährungssicherheit Österreichs gefährden würde. Und ich war also einer jener Personen, die dann in diesem Gremium aufgestanden sind und dagegen protestiert haben. Erstens ist es eine Sitzung mit Schweigepflicht gewesen und zweitens ist es ein laufendes Verfahren und im Prinzip finde ich, dass genau jene Zielkonflikte, die die Alice jetzt angesprochen hat, genau jener Punkt sind, die unsere Politik überwinden muss. Es bedarf eines multifaktoriellen Ansatzes und es müssen verschiedene Bereiche Hand in Hand zusammengreifen. Man kann das vielleicht wirklich am besten auch mit dem Bodenverbrauch, mit der Bodenverbrauchsproblematik aufzeigen. Wir haben eine Situation, die absolut einzigartig ist und in der Steiermark ist es, glaube ich, noch schlimmer wie im Rest Österreichs, dass wir also 20 Fußballfelder täglich zubetonieren. Und dann, ja, wenn das dann angesprochen wird, dann sind es genau jene Interessenskonflikte und auch Entscheidungskonflikte, die dann letztlich dazu führen, dass sich nichts ändern wird. Und wir haben hier die Situation, dass die Kommunalsteuern letztlich ja von Industriebetrieben, die angesiedelt werden, den Gemeinden finanziell wesentlich helfen. Dann haben wir die Situation, dass die Kommunalsteuern einer Gemeinde helfen und nicht mehr Gemeinden gleichzeitig helfen können. Also könnte man durch eine Strukturänderung unter Umständen sehr wohl erreichen, dass also eine etwas mehr überdachte und weniger auf Einzelinteressen oder Gemeindeninteressen abzielende, fairere Verbrauchspolitik des Bodens dann Platz greifen könnte. Also dieses Beispiel soll uns zeigen, dass es einfach jetzt wirklich, also um das anzugehen, braucht es einfach guten Willen von allen und die Bereitschaft, ausgetretene Pfade zu verlassen. Und das ist halt innovativ, aber auch sicher risikoreich, aber ich glaube, das ist die Challenge, die wir an die Politik herantragen müssen. Also danke, Christian, für diesen sehr, sehr aktuellen und praktischen Einblick, den du uns da gegeben hast. Ich darf vielleicht nur eine Reaktion, die da online dazu gerade reingekommen ist, vorlesen. Oh my God. Biodiversity. Ach du liebe Güte. Sicherheit. Ja. Ist uns allen klar. David. Thank you very much. So just to take it. Vielen herzlichen Dank. Ich möchte das nun eher auf die globale Ebene heben und auch über die Zukunft sprechen. Wir haben sehr viel über Europa gesprochen, aber es gibt natürlich viele regionale Umfelder, wo die Situation anders ist. Zum Beispiel, wenn man sich die Ozeane anschaut. Und Klimawandel in der Zukunft ist etwas, das ein immer größeres Problem für die Artenvielfalt sein wird. Bis zu einem Grad, wo wir damit einfach nicht mehr umgehen können. Aber es wird ein sehr, sehr starker Treiber für den Wandel in den nächsten Jahrzehnten sein. Das müssen wir erwähnen. Und ich möchte natürlich auch darauf zurückkommen, was wir besprochen haben, wenn es darum geht, besser zu verstehen, wie wir der Biodiversität helfen können auf allen Ebenen. Und das hat natürlich auch mit den Konflikten zu tun, mit den Zielkonflikten, die Alice erwähnt hat. Und Steffen? Wenn man die Statistik anschaut bezüglich des Verlusts von Biodiversität, dann wird momentan Klima mit 6% beziffert. Also das wird zunehmen, da gebe ich David absolut recht. In Zukunft kann die Klimaveränderung drastische Auswirkungen auf Biodiversität haben. Momentan ist es 6%,
und 50% ist auf Landnutzung und Landnutzungsveränderung zurückzuführen. Und das ist wirklich das größte Problem global. Das sieht man in Österreich mit der Versiegelung in den Tropen, mit das Ausdehnen von Landwirtschaft. Aber was kann man tun? Die große Frage ist, und natürlich auch in Europa vor allem die Pestizidanwendung. Ja, das ist ein ganz großes Problem in Europa dann. Aber die große Frage ist wirklich, was kann man tun? Und ich glaube, und das wird immer mehr auch jetzt forciert werden, die Renaturierung, das Rewilding ist ein wirklich ganz, ganz großes und wichtiges Thema. Das Aufforsten von nativen Species, ja, da gibt es sehr vieles Potenzial, was gleichzeitig die Biodiversität verbessert und auch gleichzeitig einen verbesserten Klimaeffekt erzeugen kann. Also um nur so ein paar Beispiele zu nennen. Danke. Danke. Es ist auch noch eine Antwort auf Ihre Frage hereingekommen, die möchte ich nicht vorenthalten, und zwar das UNEP Resource Panel beschäftigt sich mit der Ressourcenfrage. Ist sicher angekommen. Also, meine Damen und Herren, wir sind, glaube ich, am Ende der heutigen Veranstaltung angekommen. Es kann noch wesentlich länger weitergehen. Das wird es jetzt auch für die, die jetzt hier sind, beim Empfang. Ich darf dann gleich den Christian für seine abschließenden Worte noch einmal herausbitten, darf mich aber bei allen, besonders beim Podium, bei Elise für den Vortrag sehr, sehr herzlich für ihre Beiträge bedanken, bei Ihnen, verehrtes Publikum, sowohl hier als auch online für Ihr Interesse, und man sieht an den Fragen, das Interesse ist ungebrochen. Ich glaube, es war ein sehr schöner Überblick, und verabschiede mich von meiner Seite und gebe weiter an den Christian. Vielen Dank. Ja, danke schön. Ich mache das sehr kurz. Ich bedanke mich bei allen, die am Podium hier mitgewirkt haben, bei den Besucherinnen und Besuchern, besonders aber bei Viktor Bruckmann für die ausgezeichnete Organisation, wie immer. Ein Schlusssatz hätte ich noch zum Verlust der Biodiversität, auch bei den Insekten. Ein Wort, das heute noch nicht erwähnt wurde, das mir aber auch in einem anderen Hut als stellvertretender Vorsitzender der Astronomiekommission der ÖAW ganz wichtig ist, nämlich die Lichtverschmutzung. Die Lichtverschmutzung trägt ja auch sehr wesentlich bei, natürlich auch etwas, wo unser einer nicht ganz unschuldig ist. Also wer wissen möchte, wer hinter der Biodiversitätsverlust steht, finden Sie den nächsten Spiegel. Schönen Abend noch.